So, ich habe den Livestream gestartet. Alle Tonspuren auf aktuell gesetzt. Da habe ich nichts dran geändert. Naja, nicht, dass man dich jetzt wieder nicht hört. Das habe ich geguckt. Man Okay, müsste ich auch okay. hören. Ja, Ja, hallo und gut. willkommen zum heutigen Perk-Stream. Ich hoffe, man hört uns beide. Ich hoffe, man hat gutes Bild. Ich habe ein bisschen an meinen Stream-Einstellungen rumgetüftelt. Das heißt, Der furcht. falls es da zu Problemen kommen könnte, dann switchen wir notgedrungen dann auf Darius Sicht. Aber ich glaube, momentan funktioniert alles. Ja, schön, dass alle da seid. Heute gibt es einen Perk-Stream. In anderen Worten, ihr könnt uns einzelne Perks, keine Perk-Builds, sondern einzelne Perks einfach in den Chat schreiben. Und wir nehmen dann sozusagen die ersten Perks, die halt kommen, nehmen wir dann, stellen sie ein und spielen dann sozusagen mit den Perks. Also ihr lenkt unser Schicksal. Ja, das Ganze mach mal, ja, beziehungsweise ihr schreibt dann sozusagen vor jeder Runde, dann stellen wir das ein. Gab es irgendwas noch, was wir beachten mussten? Kein Diamant spielen wir beide nur einmal. Maximal. Genau. Ja, aber wir spielen die allererste Runde ganz ohne Perks. Einfach, weil das ja auch oft gesehen werden möchte, wie wir uns ohne Perks schlagen. Habe ich noch Genau. irgendwas zur Erklärung vergessen, Darius? Ja, man kann auch sagen, dass wir beide nicht mit den gleichen Perks spielen und auch nicht hintereinander in einer Runde mit den gleichen. Okay. Also wenn wir in der einen Runde Sprintboost hatten, in der nächsten Runde ist wieder Sprintboost vorgeschlagen, dann kann das höchstens der andere nehmen. Aber nicht zusammen hintereinander mit den gleichen Perks. Genau, ja, und ich sehe auch schon im Chat wurde fleißig Hallo geschrieben. Durchs Erklären sehe ich gar nicht mehr, wer angefangen hat. So, fange einfach mal da an, wo ich sehe. Wombo schreibt Hallöchen, Legion schreibt Moin, Game Bros schreibt Hi, Nadine schreibt Hallo, Game Bros erklärt, dass man uns hört. Super, Danny schreibt Hey, Auch wichtig. Albert schreibt Servus, schön, dass alle da seid. Und auch Hallo an alle, die vorher schon Hallo geschrieben haben. Wie gesagt, bis es dann wirklich losgeht und man dann erklärt hat, ne, und dann erst die Nachrichten lesen kann, vergeht manchmal ein bisschen. Also, schön, dass alle da seid zum heutigen Perk-Stream. Die Das rabbert ja auch einfach allererste. nur so durch. Hä? Das rabbert ja auch einfach nur so durch. Ja, man kommt dann, muss ja dann, man kann ja Ich nicht sehe schon wieder scrollen die so. Opfergaben nicht. Ach so, okay. Mir hängen, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie, manchmal ist es ein Bug seit neuestem, dass die so beim Reinfliegen so auf der Hälfte hängen bleiben. Das hatte ich, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal. Da hilft nur, wenn du dann nach der Runde oder in der Runde mal Escape drückst und dann Ja, siehst du dann halt siehst du sie dann. ja, aber so, so Opfergaben. Ja, keine Ahnung was. So, Prinzess schreibt Hallöchen, Felix, Darius und Chat. Hallo zurück, schön, dass du da bist. So, Hallo. Freyfrey ist auch da, hallo. Und sie erklärt, die beiden spielen erstmal ohne Perks. Wenn die Runde vorbei ist, dann könnt ihr einen einzelnen Perk vorschlagen. Genau. Danke fürs Zusammenfassen, Freyfrey. So, machen wir das. Igel schreibt Hi, Sonja schreibt Hallo. So, Doch. okay. Tom fragt Grüße. Okay, viele Grüße. Fragt Grüße. Fragt nach Grüßen. Viele Grüße. So. Es ist so eine Frage, ob man grüßen darf. Ja. So, Kurt schreibt Hallo. Hallo zurück. Genau, ja, wie gesagt, die allererste Runde ohne Perks. Danach könnt ihr dann fleißig Perks in den Chat schreiben, mit denen wir dann spielen. Könnt euch jetzt schon was ausdenken. Ja. So, Emolito schreibt Servus, ihr Lieben. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Hallo zurück und ja, mir geht's gut. Darius dir auch. Jo. Direkt gesegnet. Oh, anscheinend halle ich, Darius. Meinst du, ich halle über dich? Weiß ich nicht. Okay, ich habe leider den Generator krachen lassen. Was ist los mit meiner. Hä, wieso? Hä, wieso renne ich? Hä? Hat sie jemand bei dir reingehackt? Meine Tastatur funktioniert nicht. Ich kann nur meine Maus steuern. Wieso hat sich meine Tastatur ausgesteckt? Hä? Nee, meine Tastatur funktioniert. Hä? Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss mal ganz kurz meine Tastatur angucken. Das ist der neue Schwierigkeitsgrad. Da muss man dann ist nur am Rennen und kann nur mit der Maus steuern. Ja, es kann wirklich so komisch. So, ich stecke es nochmal ein, nochmal aus. So, Tastatur.
Okay, okay. Escape, okay. Tastatur funktioniert. Also wir haben mit allem gerechnet, dass der Stream nicht funktioniert oder dass OBS Probleme macht, aber dass die Tastatur aussteigt. Ja, ich weiß gerade auch nicht, was los ist. Hey, die Tastatur ist ja super komisch gerade. Okay, keine Ahnung, was da gerade los ist. Okay. Aber ich versuche damit durchzukommen. Ich spiele da mit der Hüttenschwierigkeit gerade. Ja. Du brauchst einfach so eine Maus, die so ganz viele Tasten hat, wo du einfach alles auf die Maus setzen kannst. Ja, jetzt funktioniert's. Also ich kann Escape drücken und es drückt Escape. Aber wer weiß, vielleicht. Okay, ich hall anscheinend nur manchmal. Gut, dann schaue ich gleich mal meine Mikroeinstellung. Vielleicht bin ich einfach zu laut gerade noch gestellt. Okay. Kann ja sein durch die Aufnahmen und alles. Wer weiß. Ich musste vor kurzem auch mein Mikro neu einstellen, weil es irgendwie komisch war. Ja, okay, ja. Ihr kennt es, das bekannte technische Chaos zu Beginn des Streams. Das muss dabei sein. Ja, das passiert halt, wenn man halt mal länger nicht streamt, dann geht es halt direkt los, ne? So, okay, Darius, bist glaube ich auch ein bisschen zu laut. Passe ich dann auch gleich an. Okay, so, und jetzt schaue ich wieder in den Chat. Dominik, upsie, es geht schick. Dominik schreibt Hi. Hallo zurück. Big Mac schreibt Hi. Anime schreibt Hi. Hanni schreibt Hallo, Felix, Darius im Chat. Hallo zurück. Schön, dass ihr alle da seid, ne? Genau, also wir machen heute einen Perk-Stream. Heißt, ihr könnt uns, nachdem eine Runde vorbei ist, sozusagen Perks in den Chat schreiben. Und es ist eine Hexe. Hm. Halloween-Hexe. Hm. Die ist relativ campy unterwegs, ja. Er hat halt sich fein wahrscheinlich gelegt. Und vielleicht kommt sie jetzt mal mit. Ich versuche mal mein Glück. Bleib beim Haken. Ja. Ich sag, ich habe halt keine geliehene Zeit. Also ich habe ja gar keine Perks. Ja, ich auch nicht. Oh, geh ich mal in den Keller drauf. Felix hätte bestimmt gleich aufgehangen. Nee. Für eher. Ich versuche vom Keller wegzubleiben. Oh, was war das eigentlich für eine Runde? Also ich renne die halbe Runde nur gegen eine Wand, weil meine Tastatur nicht funktioniert. Dann mache ich einen Generator und plötzlich sind alle... Hä? Das ging ja alles ein bisschen sehr schnell, die Runde. Oh, die hat Not. Ja, ich bin eh verletzt. Hier, so läuft jetzt aber offener noch. Aber wird gerade weggemacht schon. Okay. Kümmerst dich drum? Nee, nee, ich bin gerade aus dem Keller rausgekommen und da saß die eine der Max dran. Okay. Ich werde eigentlich einen Medikoffer aus dem Keller ziehen, aber hab bloß einen blöden Schlüssel bekommen. Mhm. Also einen richtigen Schlüssel sogar. Und damit die Luke öffnen. Sie ist nicht mehr hinter mir her. Sie jagt jetzt irgendjemand anderen. Ja, mich. Okay. Oh, jetzt noch ein Totem. Oh, leuchtet das als bestimmt Ruin oder sowas? Kann sein. Warte mal. Ich bin halt auch von einem Totem betroffen. Ich weiß noch nicht, was ist es? Ist es Ruin? Wo sind eigentlich die Ausgangstore? Was mache ich hier nur? Eins ist dort, wo die hing. Das ist auch schon auf 99. Ah, hier ist auch noch eins. Oh, die dümpelt hier auch noch rum. Das andere weiß ich gerade gar nicht, wo das ist. Ja, ich glaube, ich bin beim anderen. Die hat schlammigen Schlachter noch. Ja. So, ich werde geheilt. So, Freifrei schreibt, was wäre ein Stream ohne technische Probleme? Es gehört schon dazu, ja. Naja. Oh. Ja. Okay. Rage Quit. War ja eine schnelle Runde, aber... Ja, naja. Ja. Irgendwie kann ich zu der Runde gar nicht viel sagen. Die war irgendwie so schnell vorbei. Ja, ne? Es war einfach eine Runde. Ja, sie war eine Runde. Ja. Sagen wir, es war einfach die technische Testrunde. Ja, es war die Testrunde. Okay, warte, ich habe dich jetzt ein bisschen leiser gemacht, das war ja. Und ich mache mich auch mein Mikrofon, nicht meine Hauptlautstärke, lasse ich da. Oh, dann erstmal die Einstellung zu finden.
So, hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich habe jetzt eins leiser gemacht. Mal schauen. Ein Dezibel. Okay, genau. Ihr könnt jetzt Perks in den Chat schreiben, mit dem wir die Runde spielen. Ich würde einfach mal die ersten nehmen. Das heißt, ich nehme Aufwachen, Ausbruch, Kreis der Heilung und Blendgranate. So. Das ist bei mir Plünderer-Spürsinn jetzt. Genau, bei dir geht's los mit Plünderer-Spürsinn, ja. So, auf welcher Zahl ist denn jetzt das P? Ja, das ist, das muss man, aber das ist schön, dass man jetzt direkt so dahin springen kann, ne? Ja. Okay, also immer einzelne Perks immer in den Chat schreiben, weil ich sehe hier von Old Might ein ganzes Perk-Bild. Genau, also wie gesagt, einfach nur einzelne Perks, das hat einfach den Grund, dann ist es, glaube ich, alles ein bisschen mehr random, was halt zu sehr ulkigen Perk-Builds führen kann. Und wir nehmen halt so viele Wünsche wie, von so vielen Menschen wie möglich mit. Wenn ihr meinen ganzen Perk-Build sehen wollt, dann könnt ihr das gerne unter einem Video schreiben. Und, ja, dann kann ich das mal spielen, dann packe ich es auf die Liste. Perk von Michaela, wo man Totems zerstört. Elsig oder so heißt der, ne? Ja. Elsicht. Und Bindung. Mhm. Gut, da habe ich meine ganzen. Okay, dann mache ich auch bereit. Und, ach, ich hab ja übelsten. Ich habe einen übelsten Aura-Würfel. Ja, Plünderer Spüren sind verwandt, Hellsicht und Bindung. Nicht schlecht. Das ist alles mit Aura-Lesefähigkeit. Da bist du auf jeden Fall vorbereitet, ne? Ja, ich sehe einfach alles. So, ich mach bereit. Okay, Legion schreibt, ich hätte DBD damals fast deinstalliert, aber die Videos von Felix und Dargos haben mir das Spiel näher gebracht. Seitdem spiele ich es so gerne. Auf wie schön. Hat nochmal gerettet. Freut uns. Dass wir da. Ja, DBD ist ganz ehrlich, also es ist so ein komplexes Spiel. Ich glaube, wenn man da halt ganz blind reingeht, gerade zur jetzigen Zeit, also gerade jetzt erst, sage ich mal, mit wie viel? 24 Killern verschiedene, alle mit verschiedenen Kräften, verschiedene Addons, zigtausend verschiedene Perks auf beiden Seiten. Also, ja. Als ich mit DBD angefangen, also als wir DBD mit DBD angefangen haben, gab es 3 Killer. Feinsteller, ja. Geist und Hinterwäldler. Dann war das Spiel noch simpel. Da gab es auch, glaube ich, nur eine Handvoll Maps, ne? Ja. Da gab es die 3 Grundvarianten mit jeweils 3 Maps. Oder waren da nur jeweils 2 Maps? Ja, stimmt. Ich glaube, es gab von den Grundvarianten nur 3 Maps. Ja, also nee, 4 Maps. 4 Maps. Ja. Lass mich mal überlegen. Ich dachte, die vierte kam immer erst später noch hinzu, nee, ich die dachte, vierte Variante. Die fünfte gewesen. Also lass mal überlegen. Kornfeld, ne? Da haben wir faulige Felder. Dann ja. Haben wir dieses Schlachthaus, dann das umgestürzte ja. Silo. Ja. Was ist denn das nächste? Buchstall. Ja, der Kuhstall ist ja dann das fünfte, aber gab es da nicht noch eins? Ja, vielleicht hast du. Nee, dann hast du recht, dann gab es 3 und dann kam immer eine vierte dazu. Ich hatte es auch nicht mehr so im Kopf. Aber ja, damals war noch alles einfach. Da helfen jetzt auf jeden Fall so ein paar Videos. Da gab es nur Infinite. Ja. Aber, überall waren Paletten, egal aber, wo du hingelaufen bist. Aber ich habe damals auch sehr viele Videos von anderen Creatoren geschaut, um halt einen Überblick überhaupt zu bekommen. Ne? Das ist da wirklich manchmal hilfreich. Aber freut uns, Legion, wenn wir dir da das Spiel näher bringen konnten. So, Vater Campbells Kapelle. Oh, da ist eine Kiste. Siehst du, bevor ich es vergesse, warte mal, wie fange ich das immer an? wie war da nochmal der Anfang? Ja, warte. Falls ihr früher los müsst oder erst später eingestiegen seid, macht euch keine Sorgen, denn der Stream bleibt online. Irgendeinen Aufhänger muss es ja geben. Ja, und, ja. Ja, also das heißt, falls ihr den Stream, falls ihr heute früher los müsst oder erst später einsteigt in den Stream schaut, könnt ihr den Stream online, der Stream bleibt komplett so, wie er ist, online und, falls ihr den Stream jetzt gerade nachschauen solltet, dann viele Grüße und viel Spaß beim Nachschauen. So, das ist ja alles gesagt, ne?
Ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Stimmt, hier, wer schreibt? Tanner schreibt Thompson House. Okay, Thompson House, dann das Schlachthaus, dann das Silo, dann die fauligen Felder. Und stimmt, die fünfte Map war dann immer, war dann hier der Kuhstall bei den Kornfeldern. Bei Macmillan war das ja hier dieses fette Lagerhaus, was halt dazu kam. Und bei dem anderen war es der Gas Heaven. Also gab es halt standardmäßig 12 Maps am Anfang. Was halt auch immer noch sehr übersichtlich ist, ne? Eigentlich dann auch. Jo. Bei dem Generator hinten im Zirkus, da liegt ein Toolbox an dem Generator dran. Okay. Nein! Oh, es ist hinter ihnen explodiert. Hä? Er läuft auf der Stelle. Hä? Aber mir auch. Okay. Wenn das ja übelst leckt. Ich habe jetzt nicht so auf den Ping geachtet. Aber der bin ja auch ganz auf der Stelle gelaufen, plötzlich war er woanders. Keine Ahnung, was da los war. Aber gut, siehste, Princess fragt eine wichtige Frage. Was gab's zum Mittag? Darius, was gab's bei dir zum Mittag? So China-Nudeln. Okay. Haben sie geschmeckt? Jo. Ich bin verletzt. Hm? Hä? Wo wurde ich denn verletzt? Keine Ahnung. Das war gerade alles sehr komisch. Okay, bei mir gab es noch keinen Mittag. Ich hatte heute Morgen ein paar Kekse gegessen. Also ich schon viele geht. Kekse. Nee. Und dann bestelle ich mir Pizza. Also die liefern halt erst ab 17 Uhr. Okay. Und ich will halt die Pizza essen von denen. Die ist halt lecker. Ja. Wieso sind hier keine Fenster gespawnt? Ey, das gibt's doch nicht. Das ist unfair. Zählt nicht, Feindstelle. Hier sind keine Fenster. Ich wollte hier, bin an zig Dingern vorbei. Keine Fenster. Also, es sind Fenster, aber keine Sprünge. Ach ja, Hanni erklärt, ich habe Ausbruch dabei. Stimmt, ich hätte ja auch machen können. Naja. Gelaufen. Schade. Und jetzt? Naja, der hat so eine Falle dahin gelegt. Ich hatte die Hoffnung. Du wolltest reinkriechen, dass er reinläuft. Naja, nee, der hat sie dann einfach wieder aufgehoben. Der hat sie halt geworfen, also. Dorthin gelegt, dass man halt mich nicht stunnen kann. Ja. Okay, geht zu den zwei da im Gen, da kann ich den hier durchziehen. Du hältst ja noch ein bisschen aus am Haken, ja, oder? Ja, ich halte 60 Sekunden aus. Das ist ja auf 90%. Kommt die EKD näher. Das Addon, wo du verletzt wirst beim Entschärfen, macht das immer noch, dass du langsamer entschärfst? Oh, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaub's schon fast nicht. Dann kann es nicht sein, dass er das Addon dabei hat, dass ich darum vor uns verletzt war. Hm. Hast du eine Falle entschärft? Ja, vor uns, wo ich die gerettet habe, eine Falle entschärft. Ja, der war beim... Na, dann würde es wahrscheinlich davon kommen. Scheiße. Von Nia denkt sich jetzt, Alter Felix, ich habe dich gerade geheilt. Ne? der hat halt selbst aufstellende Fallen dabei. Ah, okay. Ich bin aber auch jetzt gleich tot, weil er wieder auf mich geht. Schade. Ich muss Paletten früh werfen. Früh wasten? Naja. Ich werde das hier wahrscheinlich nicht überleben, aber
Kann sein, dass das Ding in der Mitte oder voll getrappt ist oder so. Ja. Ich sag's mal so, die Zone beim Zirkus hinten da nicht hingehen, ne? Da bin ich gerade machen, Jen. Okay. Ja, natürlich ist da eine Falle. Bei dem Fenster, oder? Ja, ich wusste nicht. Ja. Ich hab's halt nicht gesehen. Aber die, die ich vorhin entschärft hab. Ja, machst du nichts. Aber gut, so kann ich ein bisschen tschüss. Jetzt muss nur noch ich mich hier durchschlagen. Ja. Ist ja. Ist ja angenehm. Ja, für dich. So, Princess fragt, ob ich mir eine Pizza mit Ananas drauf bestellt habe. Nee, diesmal nicht. Diesmal was anderes Feines. Gute Ananas. Aber ich hatte vor kurzem, hatte ich mir eine Pizza Margarita gemacht. Und darauf. Naja, eine Tiefkühlpizza. Ich habe mir eine Pizza gemacht, in den Ofen gesteckt. Fertig. Nee, ich verfeine die ja noch, ne? Und da habe ich Pfirsich drauf gemacht. Also noch so eingelegten Pfirsich hatten wir noch, so von Toast. Es ist im Grunde wie Toast Hawaii, nur halt. Wieso gucke ich eigentlich dir zu? Es ist halt wie Toast Hawaii, nur statt Ananas halt mit Dosenpfirsich, was halt auch super lecker ist. Und da habe ich dann Pfirsich noch drauf gemacht und noch Käse nochmal drauf. Das war richtig lecker. Also, ne, wer ne, Ananas nicht mag, Pfirsich ist auch lecker. Pfirsich ist die Alternative zu Ananas. Ja. Au. So, Chris schreibt, hallo Felix, hallo Darius, hoffe ihr hattet schöne Weihnachten. Jo. Ja, hatte ich auch. Muss ich sagen. Also, irgendwann muss man doch mal hier rauskommen. Ich glaube, nach dem sechsten Versuch kommst du garantiert raus. Ja, das war also der sechste Versuch. Mhm. Gameboss fragt Felix, wieso kriegst du meine tunenden Killer? Naja, ich bin ihm halt beide Male halt irgendwie ziemlich unglücklich reingelaufen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er. Ich meine, klar, er hat es jetzt mitgenommen, dachte ich, ja, hey, geil, nehme ich mit. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er sich dachte, boah, den will ich jetzt tot haben. Das war halt irgendwie sehr unglücklich. Sebasti fragt, würde es auch mal einen Pop-Night-Stream geben? Das weiß ich noch nicht. Erstmal weitere Pop-Night-Folgen über den Stream. Ich meine, wir haben in letzter Zeit ja so selten gestreamt. Eigentlich gar nicht in letzter Zeit. Ja. Daher wollen wir es erstmal hinbekommen, wieder ein bisschen, ja, mal schauen, wie regelmäßig wir es schaffen. Ist natürlich immer so eine Frage, wie viel Zeit haben wir auch privat. Aber deshalb erstmal wieder DVD-Streams und vielleicht mal schauen. Ja, wann haben wir jetzt das letzte Mal gestreamt? Das ist schon 5 Wochen her oder so. Schon ein Stück her, ja. Au. Das schlägt dich. Nia steht halt am offenen Ausgangstor, guckt dich an. Aber so ein bisschen. Ja, es ist halt so dieses Halbtrauen, ne? So ja, Not. Oh ja. Ich gehe in die Map rein, aber nur für das Gefühl. Und dann gehe ich raus. Und sobald ich leichten, leisen Herzschlag höre, gehe ich raus. Ich gehe auch sehr langsam in die Map rein, damit ich dem Killer 4 Chance gebe, zu meinem Tod zu kommen. Ja, genau. Kennst du zu gut, Herr Darius? Oh. Hä? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Naja. Ja, er hatte tatsächlich beide Addons. Naja. Vor allem, ich wollte gerade GG schreiben. Okay, ich gehe raus. Da muss ich nichts schreiben. Das mit dem GG, das lassen wir. So. Okay, genau. Ihr könnt jetzt wieder Perks in Chat schreiben, mit dem wir die Runde spielen. So, El Mulito schreibt, bin kurz zum Einkaufen. Na klar, El Mulito, dann frohes Einkaufen. Hoffentlich findest du alles. Ja. Zettel nicht vergessen. Ja, der Zettel, ne? Südakus, ich würde sagen, du nimmst jetzt mal die ersten 4. Das heißt, für dich entschlossener Anfänger, für das Volk, geliehene Zeit und gebaut für die Ewigkeit. So, und ich nehme ab frontal. So, besser. Sprengfalle, hartem Damage. Sorry, ich bin schon ruhig. Okay, ich habe meine 4. Ich hatte gerade schon dann für das Volk. Ah, du hattest schon für das Volk gerade eben. Nee, ich hatte da gerade dran, das rauszusuchen.
Also du hast entschlossener Anfänger für das Volk, geliehene Zeit und gebaut für die Ewigkeit. Und ich habe Frontal, Sprengfalle, hartem Nehmen und Entscheidungsschlag. Entschlossener Anfänger von Mann. Daniel fragt, wie lange das Stream noch geht. Der geht heute bis 18 Uhr. Genau, also 3 Stunden, das Stream ging gerade erst los. Okay. Du hast deine Perks? Nee. Ach da, jetzt. Warte mal gucken, wo wir jetzt. So. Für das Volk. Geliehene Zeit und gebaut für die Ewigkeit. Nee, ich hab geliehen. Doch, du hast genau geliehene Zeit gebaut für die Ewigkeit. Das sag ich doch. Baut für die Ewigkeit. Okay. Hier sein. So, Alpha schreibt auch einen ganzen Perk-Bild. Genau, Freyfried hat schon erklärt. Genau, immer nur einzelne Perks. Wenn ihr den ganzen Perk-Bild mal in der Gesamtheit sehen wollt, dann könnt ihr das mal unter einem Video schreiben. Dann packe ich das mit auf die Liste. Aber die Liste ist halt sehr lang. Ich habe halt sehr viele Perk-Builds drauf. Das heißt, es dauert ein Stück, aber dann irgendwann spiele ich mal damit. Zu solchen Perk-Streams immer nur einzelne Perks. So, Luan fragt, kann man Prop Night auf Konsole spielen? Nicht, dass ich weiß. Wüsste, meine ich. Das gibt's, glaube ich, nur auf Steam. Zumindest zur Zeit. Ich habe aber auch... Also, vielleicht da einfach mal Prop Night suchen und vielleicht steht da in irgendwelchen Media-Erklärungen irgendwas dazu, wie es mit der Konsolenversion aussieht oder auf Twitter. Da weiß ich halt nicht, ob das in nächster Zeit geplant ist. Also, zur Zeit gibt's das, glaube ich, nur auf Steam. Nur auf Steam oder nur auf PC? Ich habe es nur auf Steam gesehen. Also ich habe jetzt nicht bei Epic geschaut, aber ich glaube nur auf Steam, ja. Ah, Steam-exklusiv. Nimm das, Epic. Ja, es gibt halt auch sehr, sehr viele Spiele zu da. Also so ein richtiges Nischenspiel. So, Alpha fragt Darius, wie habt ihr euch kennengelernt? Und Princess fragt auch, wie wir uns kennengelernt haben, als die Frage. Weil ja alle wissen. Ja. Ich muss sagen, das war auch so im Dezember. Ich glaube, kurz vor Weihnachten, so 22., 21., so um die Drehe. Da bin ich durch den Wald wandern gegangen. War voll verschneit und so, ne? Also ihr kennt das so richtig, so der klassische Winter halt einfach. Über Schnee, so, keine Ahnung, Knie hoch. Also die Straße war geräumt, aber sonst so überall auf dem Feld und nie hoch der Schnee. Und laufte halt so durch den Wald, war schon so Abend. Und ich sehe da so Lichtchen. Straßenrand. Da los, Hier können wir mal näher und sehen. Ah ja, okay. Das sind hier so Scheinwerfer. Hab ich gesehen. Da ist der Felix mit seinem Bobbycar in den Graben gefahren. Und hey Junge, was machst du hier so? Ja, ich bin hier glatt und so gewesen. Von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren, habe ich dann Felix mit seinem Bobbycar aus dem Straßengraben gezogen und er hat mich dann mitgenommen. Wir sind halt so ins Gespräch gekommen und hinten dann. Hab ich mit draufgesetzt, genau. Bobbycar. Ja, und so ist das dann halt so, ne? Passiert. Aber hey, diesmal ist, wie hieß er, Frank gar nicht sicher angekommen. Oh, ist irgendwas Leises. Ghostface. Ist hinten bei der Schrottlaube. Okay. Hier ist ein Totem. Aber so ein heller, leuchtender Ghostface. Der weiße? Nee, der helle leuchtende, der orange leuchtende. Der Halloween? Ja. Also der hieß nicht Frank, der hieß Franz. Franz, okay, ja. Ich wollte ja nicht sagen, dass du Franz überfahren hast. Mit meinem Bobbycar, genau. Mit dem Bobbycar. Der liegt da noch im Graben. Ich habe den zuerst gar nicht so gesehen, weil der Schnee halt war so hoch. Ja. Der ist da halt so ein bisschen runtergekullert. Genau. Nee, also wir haben uns in Wirklichkeit einfach während des Abis kennengelernt. Für alle, die das noch nicht wissen. Genau. Das ist sozusagen die langweilige Geschichte. Ist das wahr oder ist das... eine Lüge. Ja, genau die Abi-Geschichte ist eine Lüge. Wie hieß denn diese Sendung? Gab es diese Sendung?
Weiß ich gerade auch nicht. Und immer so, ist das wahr oder ist es die reine Lüge? Hieß die Serie X-Factor? Das X-Factor kann sein. Ja, die Sache ist, ich hab das nie geschaut, so wirklich. Ich hab das auch nie geschaut, aber man kennt das. Bestimmt hab ich mal als Kind das geschaut. Da kenne ich den Seriennamen nicht, aber ich kenne dieses, ist das wahr oder nicht, weil man kennt ja die ganzen Memes davon. Ja, genau. Tut mir leid, diese Geschichte ist völlig erlogen. Er hat gegen meine Sprengfalle getreten, anstatt mich zu jagen. Diabolische Felix Macher. Ja, das war schon, ich weiß, es wirkt halt sehr hämisch, aber es ist halt auch sehr, sehr lustig. Haben wir noch einen Skillcheck? Wo aktiviert sich eigentlich hier dieser so von Felix da, wo du die Generatoren siehst? Wieder aktiviert sich. Oh, hat da wieder Boden. Der hat Addons mit, dass er. Sag schon. Er hat mich schon wieder markiert? Hat Addons mit. Aber ich war doch gerade eben schon markiert. Egal, ist doch scheißegal, du hast so oder so verteufelten Boden auf dir drauf. Achso, ja. Ich hab gar nicht mitbekommen, dass Totem zerstört wurde. Dann hat's erstmal so gemacht und danach hat er mich noch zusätzlich markiert. Achso, ja. Hä? Ja, der Perk, wo du, wenn du 3 Skillcheck machst, also dann den Fortschritt von, ne, die zurückgehenden Generatoren, die angezeigt werden. Ja. Wenn du dann immer wieder hältst, geht der auch bei High-Skill-Checks oder müssen das Generatoren-Skill-Checks sein? Ich glaube, es sind nur entschlossene Anfänger. Ich glaube, es sind nur Generatoren-Skill-Checks. Okay. Weil du siehst ja dann den zurückgehenden Generator. Weißt du, ansonsten würdest du den zurückgehenden Teammate sehen? Hä? Nee, aber okay. du musst ja erstmal 3 Skill-Checks schaffen, bevor dieser Perk aktiviert wird. Okay, ja gut, sorry, dann habe ich gerade einfach falsch verstanden. Für diese 3 Skill-Checks, muss es da Generatoren-Skill-Check sein oder gehen auch alle anderen Skill-Checks? Das weiß ich gerade tatsächlich wirklich nicht. Ah, im Chat, Princess schreibt X-Factor, Frog Sister schreibt X-Factor, Frog Sister und ich hab Frog Register gelesen. Der Frosch Register, wer kennt die nicht? Ja. So, Hanne schreibt, ihr könnt schon fast ein Buch schreiben über Geschichten, wie ihr euch kennengelernt habt. Ja. Geschrieben von Franz. Nennen wir dann die Story von Franz. Franz Memoiren. Ja. Mehrmals. Wir werden, sind dann halt so Nebencharaktere, die halt dann irgendwie die Bösen dann sind, ne? Die Antagonisten. Ja. Beim Brunnen steht auch noch ein Totem. Ah, okay. So, ich bin auch an einem Gym. Okay. Legion schreibt, heute kann Ghostface aufgedeckt werden. Wir hatten letztes Mal Probleme damit, konnten ihn nicht aufdecken. Okay. Als ich zumindest meine ersten... Aber gut, du wirst wahrscheinlich auch Erfahrung haben, wie man gegen Ghostface spielt. Keine Ahnung, was da verbuggt ist. Als ich meine ersten Runden gegen Ghostface dachte, hä, den kann man auch überhaupt nicht aufdecken. Aber ich habe halt immer den versucht, so mit dem oberen Drittel meines Bildschirms aufzudecken, aber du musst halt wirklich auf die Mitte halten. Also, wenn man sich vorstellt, der steht beim Zaun, ne, habe ich den immer versucht, so hier aufzudecken, aber man muss den eigentlich dann so hier aufdecken, halt mit der, auch mit oben und unten Mitte, ne. Das, aber gut, also das... Komischer, wenn dann irgendwie dein eigener Körper ja dazwischen ist, dann zählt das ja irgendwie nicht mehr so richtig. Ja, wenn du am Haken hängst, ist halt irgendwie... Ja. Aber dann blockt irgendwie dein eigener Körper, der am Haken hängt, die Sichtlinie. Ja. Okay, ist hinten bei der Schrottlaube. Okay, dann ist es sehr weit weg von mir. Das zählt nicht. Was denn gerade? Ich habe einen Skillcheck verhauen. So. Ich sag jetzt einfach, das zählt nicht. Wie so ein Kind, ne? Wie so Kinder. Ich hab so ein... Das zählt nicht. Ja, das zählt nicht. Hey, du bist in der Schrottlaube an dem Gen? Nee, ja, an, in der Nähe, also nicht in. Den hier, du hast ihn ja geprimed. Ja, genau.
So, fertig. Ich habe ihn markiert. Der meinte, ist auch gleich durch. Okay. Da ist ein Tor. 90 bin ich ungefähr. Okay. 95. So, ich bin da. 99. So. Okay, Ah, Hadi schreibt genau, trinken nicht vergessen. Ich muss dann auch mal nochmal einen Schluck nehmen. Ich hab uns. Das ist für uns wunderbar. Leckeren Trauben. Leckern, ja, wunderbar. Lecker, schon lecker Trauben. Mhm. Oh, ach, das ist nur Steve, okay. Also, ich kam von mir erschreckt, weil ich so stehe wie Michael. Nee, nee, nicht du, Steve, der kam um die Ecke gelaufen. Kate, wird die noch gejagt? Nö, die wird auch nicht mehr gejagt. Doch, die wird noch gejagt. Hätte der jetzt noch gehabt, wäre ich tot. Das war eigentlich sehr dumm. Naja. Ach, ich wollte jetzt noch mit für das Volk mal einen Instant-Heal machen, jetzt so am Tor, aber... das ging einfach nicht. Ihr seid einfach rausgerannt. Das wird nicht so richtig angeboten, ne? Irgendwie keinen Perk richtig von mir genutzt. Ja, ich hab niemanden gerettet für mitgeliehener Zeit. Ich habe kein Item gehabt für Korrekturmaßnahmen. Ich hätte die Sprengfalle. Aber ja, ist halt, kriegst du halt nicht immer hin, gerade wenn wir viel nebenbei quatschen. Ne? Ja. So. Also manchmal bietet er ja wirklich nicht an, ne? Naja. So. Die ersten vier? Ja, jetzt genau, wollte ich gerade sagen, jetzt würde ich die ersten vier nehmen. So, zack, zack, erstmal die anderen Perks rausnehmen. Okay, das heißt, ich nehme Niederwild, Täuschung, Befreiung und Taps Verdacht und bei dir, du nimmst ab Wachsam. Also nimmst Wachsam, ne? Wachsam, okay. So, Niederwild, Täuschung. Wand wird aber heute gerne gesehen. Ja, ist ja auch ein lustiges Perk. Ja. Also, Verwandt ist ein super Perk. So, ich habe meine Perks. Hattest du schon Täuschung? Nee. Hm? Hast du Täuschung schon? Ich habe Täuschung, ja. Also, okay, ich habe Niederwild, Täuschung, Befreiung und Tabs Verdacht. Und du hast Wachsam, Verwandt. Ah ja, städtische Umgehung und Apotheke jetzt, ne? Ja. Ah, nee, davor Objekt der Besessenheit. Dort Nico hatte das auch geschrieben. So, Basti fragt, wer wird der neue Killer bei DBD? Der neue Killer wird wohl aus dem Film Ringu, The Wing, also aus der japanischen Version kommen. Ich bin da nicht ganz so im Bilde. Das ist so wahrscheinlich ein Mädchen mit langen Haaren, die aus dem Brunnen kommt und dann irgendwie unheimlich ist und Leute tötet. So, Princess fragt, das ist eine lustige Frage. Habt ihr eigentlich ein Lieblingsobst oder Gemüse, Darius? Lieblingsobst oder Gemüse? Erstmal, Obst ist eigentlich immer besser als Gemüse. Warte mal, du bist in der Lobby, ne? Ich bin in der Lobby, du nicht? Ich nicht, nee. Bei mir Fehler. Ich bin zurückgeblieben. Ja, also ich habe jetzt den Stream an mich gerissen. Ja, komm zurück, Darius. Komm zurück. Okay, wir versuchen es einfach nochmal. Ich würde es einfach nochmal probieren. Wenn es nicht klappt, machen wir die Lobby nochmal. Ja. Also, weißt du, was richtig geiles Obst ist? Und was denn? Wassermelone. Oh ja. Wobei ich mag Honigmelone lieber. Ich glaube, bei mir wäre es tatsächlich Honigmelone. Die ist nochmal ein bisschen süßer und krasser. Aber ja, Wassermelone ist auch nice. Ja, das ist so das ultimative Ding. Du kannst es essen und trinken. Das stimmt. Food für Faule, oder wie? es schmeckt dir eigentlich gar nicht, es ist einfach nur zu faul, ne? Nein, das ist weitergedacht. Ja, diesmal bist du mitten in der Lobby. Ja, diesmal genau.
Also bei dir wäre es Wassermelone an Obst und an Gemüse? Boah, an Gemüse ist schwierig. Hm. Erbsen sind cool. Pilze sind auch cool. Ja, ja. Ich hätte Pilze gesagt. Jetzt alle so, das, Pilze sind keine Gemüse. Mutti hat gesagt damals, zählt da runter, also zählt das jetzt da runter. So, genauso wie Kartoffeln ja kein Gemüse sind, weil Mutti gesagt hat, das ist Beilage. Ach so, ne, hat auch gesagt, ne, die waren froh, wenn ich Gemüse gegessen habe. Ja, ja, klar, Kartoffeln ist ja nicht Gemüse, aber ja. bei Gerichten zählt es ja nicht unter Gemüse, sondern unter Beilage. Okay, naja. So wie Nudeln oder sowas. Also du würdest für Erbsen gehen, ne? Erbsen oder Pilze. Mais ist auch nicht schlecht. Ja, ja. Nee, Pilze. Pilze mag ich auch. Aber ja, Geschmäcker sind verschieden, ne? Ich bin froh, dass du nicht Zwiebel gesagt hast. Das hätte ich direkt den Stream beendet. Knoblauch ist auch was Feines. Ja, das stimmt. Eher zu Gewürz. Ja, das stimmt eigentlich. Das heißt, die Frage ist, was ist, ist Knoblauch jetzt Gemüse oder zählt das wirklich als Gewürz? Ja, ich glaube eher, muss ja. Ja gut, dann könnte man auch sagen, was ist Zwiebel? Weißt du, weil du isst ja nicht die Zwiebel der Zwiebel wegen, denke ich, sondern die meisten essen die ja halt so als Gewürzding, ne? Ja, stimmt. Handkuss. Ja. Knoblauch. Nein, das war dumm. Oh, verdammt. Oh Mann, ich wollte mich, hab mich nur hingehockt, Huntress, weil ich dachte, du wirfst. Und triffst mich. Ich hab mich nur hingehockt, weil ich teabaggen wollte. Nein, die denkt das vielleicht. Mann. Ich duck mich halt nach Paletten immer bei einer Jägerin, weil die halt dann oft die Axt wirft. Mit etwas Glück entgehe ich zu der Axt. Aber so habe ich halt sie gestunt mit der Palette und bin halt langsam aus dem Bild gekrochen. Das ist richtig traurig. Aber ich hänge als erstes mit Befreiung, ne? Ist immer so. Ja. Naja. Mist, jetzt weiß ich gar nicht, ob sie Barbecue hat. Keine Ahnung. Weil mit Objektbesessenheit sieht man es ja eigentlich. Ja, aber das ist die Zeit warum, ne? Nee. Ja, verwandt. Ich sehe sie immer, wenn sie dich aufhängt oder jemanden aufhängt. Gut. Auf dem Mähdrescher? So, Gamepost schreibt, jeder sagt, Trapper, also der Feinsteller ist ein guter Anfängerkiller. Was mache ich? Spiele mit Nurs und hab Spaß. Ja, hast dir was vorgenommen, ne? Ich würde zwar für den Anfang eher den Geist empfehlen, aber Nurs, LOL. Na, man gewöhnt sich halt direkt dann dran, ne? Die Hitboxen, ey, bei der Jägerin. Ja, aber naja, wir wissen ja, dass es so sein muss, ne? Ja, also weißt du liegst dann vor dem Fenster. Und du siehst die Hand bis nicht mehr, weil da halt eine riesengroße Ecke dazwischen dir und ihr ist. Ja. Diese Axt hätte ich niemals treffen können. Nee, beim Twixer ist es da auch so. Na gut, da fällt es ja nicht so auf, ne? Ja, ich glaube, da. Ist es, nee, ich glaube, die Twixer-Messer haben nicht so eine heftige wie die Jägerin. Aber der fällt. Naja, da wird es aber auch nicht so auffallen, weil der schießt ja so viele und so schnell untereinander. Ob da jetzt mal ein Messer dich treffen würde, was vielleicht optisch nicht mehr getroffen hätte, sieht man jetzt auch nicht so schnell. Ja, wobei ich glaube, die haben ja die Hitbox vom Todesboten, könnte ich eher mir vorstellen, dass das eher so der Maßstab von den Trickster-Messern ist. Ja. Also weißt du, dass die Jägerin hat halt ihr dicke Hitbox. Den, ne? Volleyball. Ja. Ja. So, Hanni schreibt, ich habe gestern eure Weihnachtsfolge gesehen, die ist ja ziemlich witzig. Freut uns, dass sie gefallen hat. Ja, wir hatten erst überlegt, machen wir was mit DDD und dann so, dann machen wir halt das gleiche wie letztes Jahr. Wir wollten halt einfach mal was anderes machen. Da hatte halt Darius dieses Horrorspiel gefunden. Es war, mir hat es viel Spaß gemacht, war halt mal wieder was Neues, sage ich mal. Ne? Ja. Und gemeinsam ist halt auch irgendwie cool so. Gerade so ein Horrorspiel, wo man dann halt immer so daneben sitzt und sagt, nein, dreh dich um. Ja. Naja. Zu dir kommen und mich einlassen, dann bist du immer weggerannt. Ja. Ja, aber dann bist du dran schuld.
Ich? Hm. Du läufst mir immer noch hinterher. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich den Jenny angefasst. Okay. Hä? Du bist doch Cheryl, ne? Ja. Ja. Okay. So, Pleaschen schreibt Felix und das Teabaggen immer. Mann, es zählt nicht. Wirft in deine Richtung, glaube ich. Oh! Hab dich vorgewarnt. Ja, ich konnte nicht mehr reagieren. Danke, Darius, zu spät. Aber du hast auch eine Reaktion wie irgendein Toter. Teammates warnen einen rechtzeitig. Wahre Teammates. Ja, ja. Ich glaube, die wirft in deine Richtung. Dann 5 Stunden später. Au! Ja, okay. Well. Das zählt nicht, die Axt flog nämlich schon. Ich fand, jetzt habe ich wieder ein Perkbild, wo ich eigentlich nur den Killer sehe, ne? Ja. Effekte Besessenheit, wachsam, verwandt. Ich sehe immer den Killer. Ist ja auch was. Oh, wieso mache ich sowas? Naja, gut, das ist eine Jägerin. Mann. Okay. Ich hätte hinter der Ecke warten sollen. Das war, naja. Hanni schreibt, du Felix hast ja immer Angst, dass was aus dem Schrank kommt. Ja, 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 na klar, also. Der Wandschrank, ne, ja. Ja, ich meine, gerade so als Twilight, da denkt man, die Schränke sind sicher, ne? Aber dann spielt man ein bisschen Frosty Nights und da sieht es dann anders aus, ne? Genau, Chris schreibt genau das, was ich gerade gesagt habe. Und Felix als Dwight nehmen wir natürlich immer besorgt, ja, ja. Er kennt die Gefahren des Schranks. Ja, ja. So, Game Bros geht auch einkaufen. Dann frohen Einkauf, Game Bros. Schön, dass du da warst. Oh, ich bin schon geheilt. Ja, Silvester-Einkauf wird alle erledigen. Bei euch? Nee. Die ist irgendwo anders. Ja. Ach stimmt, weil du sagst Silvestereinkäufe. Ja, gut. Ich denk so, wow, wie viel Tiefkühlpizzen haben wir noch? Ich war heute Vormittag einkaufen. Okay. Oh, sie hat Objektebesessenheit. Nicht Objektebesessenheit, Barbecue. Weil man kriegt ja diesen Geschwindigkeitsboni, wenn ja. Objekte besessen halt aktiv ist. Ich habe gerade den Boni bekommen, weil sie jemanden aufgehangen hat. Okay. Ach komm schon, Jägerin. Von wo? Von da, okay. Rechts von dir. Ach Mann! Das zählt nicht. Du hast mich eigentlich gar nicht gesehen. Nimmst du wenigstens mit? Ja, ja, ich nehme sie mit. Das zählt nicht. Das auch nicht. Ich kann nicht werfen. Brauche ich also den Schiedsrichter, dann sagst du, nein, dieser Schlag war ungültig. Bitte Wiederholung. Der macht dann so Timeout, ne, Pause, kommt dann so ins Bild. Ja, bei allen fängt ins Bild ein. Ja, ja, er kommt dann so herangelaufen, zieht die Axt aus dem Twilight-Hintern raus. Ja. Nein, und hackt die dann so in den Baum daneben. Ja. Ja. Okay, Cookie fragt, würdet ihr sagen, dass ihr zur DBD-Elite gehört oder wie würdet ihr euch skilltechnisch einschätzen? Ich sag's mal so, also wir spielen eigentlich, also nicht nur eigentlich, wir spielen halt... Richtig schlecht! Nee, also wir spielen halt aus Spaß in unserer Freizeit, also nicht Elite. Ich würde schon sagen, dass wir jetzt nicht... Ich würde schon sagen, dass wir gut spielen, aber auf keinen Fall irgendwie Elite-mäßig. Wir waren ja auch nie auf Turnieren oder sowas, also nee, wir sind halt... Freizeit. Zocker. Die natürlich viel Spielstunden haben, aber naja. Dann eher, das macht einen ja nicht unbedingt einen guten Spieler. Ja.
So, Luis schreibt, hab's endlich mal in den Livestream geschafft. Hey Luis, schön, dass du da bist. Und Seite schreibt auch Hallo. Hallo zurück. Hallo. Schön, dass ihr da seid und auch Hallo an alle, die... Genau, ach, Freifrei hat's auch geschrieben. Schön, dass... Hallo an alle, die neu dazugekommen sind. Schön, dass ihr da seid. Legion schreibt, zählt nicht. Ja, zählt einfach nicht. Verboten. Ich schau mal hier der Elodie zu. Bist du an einem Tor? Ja, ich hab gejagt. Du bist gejagt. Ich brauch dir ja nicht zuschauen, weil deine Sicht hat man ja unten rechts. Oh. Ja, da schaue ich immer anderen Leuten dann zu. Chris schreibt auf jeden Fall, gehört ihr zur Brot-Elite. Ja, wahrscheinlich. Und Frogregister fragt, es gibt Turniere. Ja, also es gibt Turniere, aber die werden halt eher von Privatpersonen organisiert. Also es gibt jetzt nicht Dead by Daylight. Also es gab, glaube ich, mal ein Dead by Daylight Turnier. Was halt aber auch, ich weiß nicht, also es gibt keine, jetzt nicht wie zum Beispiel zu Identity, in Identity 5 gibt es ja wirklich so Turniere, die halt von dem Spiel organisiert werden, etc. Wovon ich rede, sind eher so diese klassischen DBD-Turniere, halt so mit einem Regelwerk, Perk-Einschränkungen, etc. Also, naja, wo halt, beziehungsweise es gibt auch welche ohne Regeln, schwierig. Aber es gibt halt jedenfalls organisierte Turniere halt. Und es gibt auch richtig Turnier-Teams, sag ich mal. Die halt aber dann alle privat und nicht vom Spiel organisiert werden. Ah, ich wollte... War aber zu nett. Nächstes Mal renne ich raus. Ach, ey. Naja, die anderen konnten halt nichts machen, aber hast du ja gesehen, ne? So, Kugi schreibt, ich nehme ganz gerne an privaten Turnieren teil. Okay, ja, cool. Ja, ich schau die auch ganz gerne, wenn man da halt irgendwas was findet. Also schaue ich da auch ganz gerne mal zu. Klar, es ist dann halt nicht so Regeln, wie man es halt im richtigen Spiel erlebt. Also zum Beispiel als Überlebende hast du, oder auch als Killer hast du gewisse Perks, die du nicht nutzen darfst. Wenn du einen gewissen Killer spielst, dann spielst du auf einer ganz speziellen Map. Weil halt, ne, du kannst jetzt nicht einen Feindstelle auf einer riesen Map loslassen. Das wäre halt turniertechnisch irgendwie unfair gegen jemanden anderen, der vielleicht irgendeinen anderen Killer spielt und dann halt, dass halt irgendwie so gerankt wird und Punkte vergeben werden. Ich glaube, ich hatte, bei wem? Ich glaube, bei O-Tofu hatte ich, da liefen Turniere, den hat ihr auch auf YouTube hochgeladen, falls euch interessiert. Fand ich jedenfalls sehr interessant zuzuschauen. So, Sissi, ihr könnt wieder Perks in Chat schreiben, mit dem wir spielen. Darius, ich würde wieder sagen, du nimmst die ersten vier? Ja. Welche da? Nee. Autodidakt. Genau, ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Am besten, wenn ihr Perks schreibt, dann schreibt die immer einzeln, also ohne Nachricht davor oder danach. Weil, wenn wir jetzt hier so die Perks raussuchen und dann haben wir eher ein Auge dafür, sage ich mal, machen wir halt unbewusst, nach einzelnen Perks, die halt einzeln stehen. Das ist halt, da ist es gar nicht so leicht, dann Perks überhaupt zu finden, wenn sie halt in der Nachricht verpackt sind. Das wollte ich nur euch mitgeben. Genau, also für dich, Darius, Autodidakt, Hoffnung, Wildpferd. Oh, und Princess legt es drauf an, kein Gejammer. Ich habe ein, zwei Segen, es ist noch dabei. Kann ich mir jetzt einen aussuchen? Kein Gejammer hast du. Ach so, ja. Tut mir leid, Felix. Okay, Princess, wirklich hier? Ich soll mich kein Gejammer? Okay, das merke ich mir. Ne? Princess schreibt hier kein Gejammer, ne? Nee, ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Wir machen halt einen Späßchen draus. Wenigstens hier. Okay, wer rettet mich hier? Mr. Haskur mit Entscheidungsschlag. Ach, und gerade eben, ich habe da gerade eben noch irgendwo Hartem Nehmen gelesen. Jetzt hat irgendjemand hat die Nachricht gelöscht. Da stand gerade eben noch Hartem Nehmen. Ich sehe es nur nicht mehr, daher kann ich es nicht einstellen. Okay, das heißt, ich habe jetzt kein Gejammer, Entscheidungsschlag, Nachtwache und Anführer. Okay, cool. Ja. Wo ist ein Nachtwache? Kein Gejammer hier, ich glaub's nicht. Aber gut, damit habe ich es heute schon mal weg, ne? Was würdest du sagen, Darius? Ich guck gerade nach Wildpferd. Okay. Also du hast Autodidakt, Hoffnung, Wildpferd und ein. Nein, zwei Segen. Ich habe mir jetzt exponentiell rausgesucht. Okay.
Ja, und ich habe keinen Gejammerentscheidungsschlag, Nachtwache und Anführer. So, Princess fragt, lande ich jetzt auf der schwarzen Liste? Auf der weißen. Auf der weißen, ja, genau. Warte mal mit Platz. Beim schwarzen Vakuum ist die weiße Liste das Böse. So, okay, ich habe meine Perks, du auch? Ja, ich habe da. Vor allem, ich bin der verletzte Unterstützer, ne? Mit dir. Kein Gejammer, dazu Nachtwache und Anführer, ne? Weißt du, ich pack einfach exponentiell irgendwo hin. Hm. Wenn du dann niedergegangen bist, kannst du dich darin super schnell aufstehen. Oh ja, das stimmt. Das ginge. Weißt du, der Killer geht mal kurz los, um das Totem auszutreten und ich renn wieder weg. Weil selbst wenn er es austritt, du kannst trotzdem nochmal aufstehen. Hm. So, Cookie fragt, wann kommt der nächste Community-Stream? Das wissen wir noch nicht. Keine Ahnung, machen wir vielleicht irgendwann mal wieder, aber wir wissen noch nicht wann, das sage ich mit aller Deutlichkeit. Also nicht drauf festnageln, keine Ahnung. Mal schauen, wann mal wieder. Aber wir haben es auf dem Schirm, dass er das mal gerne wieder sehen wollte und mitmachen wollte. So, Wombo fragt, was kann Nachtwache? Habe ich, glaube ich, noch nicht gehört. Nachtwache hat den Effekt, der Effekt wirkt für mich und nahe Verbündete. Und alle erholen sich von negativen Statuseffekten schneller. Also Erblindung, gebrochen, Erschöpfung, gefährdet, Blutung eingeschränkt und ahnungslos. 30% schneller. Heißt, wenn du zum Beispiel mit Sprintboost spielst oder mit irgendeinem Erschöpfungsperk und Nachtwache hast, lädt sich das halt dann schneller wieder auf. Oder wenn der Killer mit einem Addon spielt und dich, keine Ahnung, mit einer Axt, von der Jägerin gibt es ja so ein Axt-Addon, wo du dann für eine Minute oder so, keine Ahnung, zerfleischt bist. Ja. Oder von Victor, wenn er dich anhüpft. Oder ja, es gibt ja sehr viele Addons und mit dem Perk ist es halt alles ein bisschen kürzer. Weil wirklich nur die Status-Effekte, die wirklich eine Zeit haben, zum Beispiel, wenn du ja geschlagen wirst mit schlampiger Schlachter, dann ist das ja keine Zeitbegrenzung, ja, genau. Wird das halt nicht. Genau, und bei Ghostface zählt es auch nicht, weil da läuft kein Status-Effekt ab, sondern da ist es ja die Markierung, die abläuft und du bist, solange du markiert bist, gefährdet. Das zählt da auch nicht. Zählt aber ich, auch nicht bei verdammten Boden. Doch. Das kann sein, weil es Map weit geht. Aber ich würde jetzt sagen, trifft deine Wahl, geht schon schneller weg, ne? Weil ansonsten wäre es ja Quatsch, da gefährdet reinzuschreiben, weißt du, wenn es halt und bei jedem gefährdet sagt, nee. Cool. Verteufelter Boden könnte sein, weil das halt Map weit für alle geht, aber das weiß ich nicht. Bei verteufelten Boden bin ich wirklich. Ah, ist eine Legion. Aber das ist ja irgendwie, das ist ja auch so komisch, dann, weil der Killer sieht ja auch, wie lange es noch wirkt, weil der hat ja unten den Timer bei seinem Perk. Ja. Ja, weiß ich nicht, aber da hast du ja auch rechts so eine Leiste, die abläuft. Ja, du hast als Survivor eine Leiste, aber du siehst ja eigentlich als Killer ja auch, wie lange es noch aktiv ist. Ja, irgendwie da auch für aus den Killer. Also, ja, für diesen Survivor ist aber nicht mehr aktiv, obwohl es eigentlich noch aktiv ist. Warum hast du deine Kraft bei einer Legion? Ich dachte, der haut mich jetzt. Dann muss ich die Palette umwerfen. Warum soll er dich hauen, wenn du. Na, um euch zu finden. Weil er mich in Ruhe lässt, weil er mich lieb hat. Der gute Frank hier. Okay, das war gierig und dumm. Naja, egal. So, Julia fragt, wann kommt mal wieder ein Killer-Stream? Das weiß ich nicht. Wenn ich halt mal wieder Zeit dafür habe und irgendwie Lust. In letzter Zeit hat sich's halt nicht so angeboten, auch gerade zeitlich. Aber ich habe auch auf jeden Fall auch mal vor, mal wieder ein Killer-Stream zu machen. So, Legion fragt, hat Felix schon einen Killer-Stream mit der Künstlerin gemacht? Nee, noch nicht. Die wäre sozusagen dann als nächstes wahrscheinlich auch dran. Bei der Künstlerin habe ich aber noch nicht mal so weit gelevelt. Ich war jetzt zuletzt dabei, meine Survivor hochzuleveln. Und meine Killer auch leveln. Und die Künstlerin habe ich jetzt auf Prestige 1 Level 50. Müsste ich halt auch mal wieder leveln. Aber ja, Künstlerin wäre dann wahrscheinlich als nächstes dran, aber das braucht noch ein bisschen.
Wild eigentlich Anführer für Segment? Ja, also für Zerstören von... Oh nein, Mac! Naja, passiert. Ich dachte... Abgeschmiert. Ja, naja, ungewollt, denke ich mal. So, Mr. Storm schreibt, habe 1 Million Blutpunkte und keine Ahnung, wen ich leveln soll. Ich spiele gerne die Jägerin und Ghostface als überlebende Claudette und habe die Perks, die perfekt für mich sind. Naja, ich weiß nicht, dann level doch... nicht. Gerade kannst du ja dir mal andere Perks von anderen Charakteren anschauen und dir überlegen, ob die vielleicht für dich interessant sind. Und dir, keine Ahnung, dann mal was anderes leveln. Ist ja dann schwierig dir zu sagen, oh, du levelst jetzt die Charaktere, die du magst, um halt ganz viele Addons zu bekommen. Du kannst mich nicht heilen, Darius. Ich weiß. So willst du mir einfach hinterherlaufen. Ja, ich weiß, das ist auch genauso wenig wie du ein Generator ist. In der Mitte wäre einer gewesen. Der ist schon an. Ja, ich wollte halt nicht so nah dran sein. Ansonsten, ich weiß nicht, die Künstlerin hat interessante Perks, ne? Falls das was wäre, ne? Die hat ja diesen Geißelhaken-Perk, der recht stark ist. Düstere Umarmung ist auch ganz okay. Pentimento finde ich. Ja, ist, denke ich, nicht schlecht. Kann man auch mal mitnehmen. So, Keule fragt, wann kommt wieder Identity? Ich habe zurzeit nicht so große Lust auf Identity. Daher kommt's nicht. Die Sache ist, wenn ich halt Videos aufnehme und mich dann irgendwie so ein bisschen zu was überwinden muss, dann lasse ich es lieber gleich. Ja. Weil es bringt halt nichts. Es bringt euch nichts, wenn ich keine Freude dran habe. Es bringt mir nichts und das dann. Ja, weiß ich nicht. Deshalb. Weil wir dadurch auch nicht besser. Ja. Nee, deshalb bringe ich zurzeit also kommt auch zurzeit kein Identity. Ich habe halt da gerade einfach nicht so Lust drauf. Rein. Wenn ich aber wieder Lust drauf habe, also Identity, es wird vielleicht irgendwann mal wiederkommen, aber momentan halt nicht. Wenn ich halt mal wieder Lust drauf habe, kommen wieder Identity-Folgen. Das ist ja nicht aus der Welt. Ich will halt nur, wenn ich halt was spiele und aufnehme, dann da auch wirklich mich drauf freuen. Zum Beispiel auf Pop Night. Ich habe zurzeit riesige Freude immer an Pop Night. Das Spiel ist einfach... Ja, ich finde es einfach toll. Oh, Wiegenlied, okay. Nur deshalb habe ich verhauen. Nicht, weil ich in den Chat schaue. Also eigentlich zählt das nicht, würdest du jetzt sagen. Ja, es ist unfair. Spielbehinderung. Ja. Ja. Nee, Streambehinderung. Ja, Streambehinderung, genau. Hat die Legion in der Runde eigentlich überhaupt mal ihre Kraft genutzt? Nee, irgendwie nicht. Die hat auch durchdringendes Zittern dabei. Ich bin die ganze Runde sowas von nutzlos, ich laufe nur umher und dann sterbe ich und dann will ich reparieren, finde aber nichts. Ach, Indoor-Maps, ich hasse sie. So, Schattenwölfin schreibt, hallo zusammen, hallo zurück, schön, dass du da bist. So, damit du jetzt nicht mehr meckern kannst. Ja, das hält mich wohl jetzt vom Sterben ab. Nee, das ist Wiegenlied weg. Ah, was Wiegenlied? Rettest du auch? Ja. Okay. Ich hab so einen Stress in dieser Runde. Ich mach halt gar nichts. Ich verstecke mich gerade schon wieder. Ich mach irgendwie alles. Ich verstecke mich gerade schon wieder im Schrank. Oh, wow. Wieder effektiv. Ich weiß. Hätte ich doch selber wieder. Ich hab ja bloß Autodidakt. Ich hab noch kein Zeichen drauf, weil ich noch niemanden heilen konnte. Julius möchte sich gerade selber heilen, der Felix den kann ich nicht heilen. So, Manuel schreibt, habe mir das Gespenst neu geholt, habt ihr Tipps für sie? Darius, hast du Tipps fürs Gespenst? Au, gerade nicht. Okay, an sich fürs Gespenst hilft ein gutes Headset, damit hörst du deine Gegner besser. Ansonsten, ich würde jetzt nicht Perks wie Strido oder Räuber direkt empfehlen, weil du gewöhnst dich dann vielleicht dran. Gerade Räuber hat auch mehr Nachteile als Vorteile.
nimm einfach vielleicht, wenn du Addons mitnehmen willst, Addons mit, die dafür sorgen, dass du deine Kraft häufiger und länger einsetzen kannst. Oder sie schneller aktivieren kannst. Das sind ganz gute Addons. Und ja, nutze halt deine Kraft einfach häufig. Versuch vielleicht auch aufzuhören zu phasen, sobald du jemanden nicht mehr siehst. Versuch halt die Kraft einfach auch häufig einzusetzen. Auch wenn es schief geht, je mehr du die Kraft nutzt, desto besser wirst du dann letzten Endes auch mit der Kraft. Das wäre jetzt so spontan ein Tipp. Nee, ich verstecke mich im Schrank. Das ist mir zu heikel. Ich werde auch nicht mehr gejagt. Ja. Jetzt irgendwie. Oh, jetzt nutzt die Legion ihre Kraft, ne? Danke für nichts, Legion. Muss ich wieder aus meinem Schrank rauskommen. Wenigstens dieser Runde ein klassischer Dryad. Ja, und? Runtime 100%. Molito fragt, habt ihr eine Idee, wie man mit der Jägerin besser einschätzen kann, mit den Beilen zu werfen? Ich muss ehrlich sagen, ich spiele halt Jägerin so gut wie, also sehr, sehr selten. Ich kann dir da jetzt nicht so gute Tipps geben. Also prinzipiell schießt du ja immer mittig vom Bildschirm, aber die fliegen ja im Bogen. Ja, je länger du die Axt aufgeladen hast, desto gerade fliegen sie sozusagen, ne? Ja. Ja, also das ist dann auch so, ob du jetzt einen Schuss aus nächster Nähe machen musst, dann musst du halt mittiger ziehen. Wenn du auch weiter weg machen musst, dann musst du halt trotzdem ein bisschen übermittig zielen. Ja. Ich denke, gerade bei der Jägerin ist Geduld ein großer Schlüssel zum Erfolg. Dass du einfach Geduld hast und abwartest, bis du dir sicher bist, mit der Axt zu werfen. Wenn die Überlebenden vor dir Kreise drehen, keine Ahnung, kurz warten, bis du denkst, du triffst und dann erst dann werfen. So, ich mach dich auch ein bisschen leise nochmal, Darius. Okay. So, Bei dem Endtor? Ah ja, ich sehe dich, ja. Ja. Chris schreibt, ich muss jetzt mal fragen, weil ich wirklich neugierig bin, hat jemand von euch Squid Game gesehen? Und wenn ja, was hättet ihr davon? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Wollte ja machen, aber ich wollte auch mal Witzer schauen. Ja, ja, den haben wir jetzt auch durchgeschaut. Aber ja, ich habe Squid Game geschaut und ich fand's war eine coole Serie. Okay. Oh, da wird gemorit. Bist du safe, Darius? Ja, ja, ich komm grad zu dir. Er hat mich liegen gelassen. Also ich bin erstmal mit Wildpferd bin ich freigekommen. Mhm. Hat keinen Haken gefunden, dann konnte ich mich freiwickeln. Dann hat er mich liegen gelassen, weil er die am Tor holen wollte. Ach, und da war Segen exponentiell. Also richtig gute Perks diesmal. Ja. Und alle nutzen. Gut, ich glaube, auf Indoor-Maps ist natürlich mit Wildpferd natürlich nochmal so ein. Nochmal stärker als auf freien Maps, ne? Ja. Ja, das ist. Ja. Weil da siehst du ja keine Haken. Wildpferd ist eigentlich ziemlich short, aber. Ja, ich glaube, so gerade nur auf Indoor-Maps. Ja, wie gesagt, auf Indoor-Maps bringt es ja das, weil. Auf freien Drohne, ja, da siehst du halt die Haken nicht mehr und sagst, na gut, der Killer hier sieht sie auch einfach so auf freie Sichtfeld. Mhm. Aber in Indoor-Maps, da kann das ein bisschen trickier werden. Ja. Du darfst nicht, dass du es vergessen. Ich glaube, du musst nach dem Stream nochmal deine Mikro-Einstellung dir mal anschauen. Nicht jetzt, sondern nach dem Stream kannst du ja dann in Ruhe nochmal machen. Weil ich habe dich jetzt auf minus 9 Dezibel und es klingt immer noch so, als würde es übelst übersteuern die ganze Zeit. Also ich wollte nur sagen, dass... Nichts geändert. Ja, ich meine es ja, es hat irgendwie automatisch was mal geändert, keine Ahnung. Wir haben ja auch ein Weilchen nicht mehr gestreamt, wer weiß, was damals passiert ist in der Zeit. Ich wollte dir nur sagen, dass du Bescheid weißt, dass du sie vielleicht nochmal anschauen kannst. So, ich nehme wieder die ersten Wächter, roter Hering, Sprengfalle und Blendgranate. Bei dir widerstandsfähig. So, was abwiderstandsfähig. Ich habe Sprengfalle und Blendgranate, Mensch, die armen Killer. Toxisch, toxisch. Okay.
Ach, widerstandsfähig. Ich habe überlegt, was war denn widerstandsfähig eigentlich? Hast du gerade irgendwas gemacht, weil du jetzt plötzlich wieder leiser bist? Oder redest du einfach gerade leiser? Ich habe mich um 2% leiser gestellt in den Windows-Einstellungen. Okay, und du sagst mir nichts, dann muss ich dich ja wieder lauter stellen. Das waren 2%. Also ich habe es mal runtergestellt und gesagt, na gut, ich stelle es wieder hoch, aber habe jetzt nicht die 100% wieder hochgestellt. Dann bin ich jetzt, glaube ich, auf... Ja, ich habe dich zumindest gerade sehr schwer gehört, deshalb stelle ich mir ein Dezibel. Es ist immer gerade ein bisschen tüfteln. Ich glaube, es ist gut, wenn du das vielleicht nochmal in Ruhe irgendwann mal nochmal anschaust. Wir können auch gerne mal einen Test machen. Wer weiß, was da steht. Bei mir war auch vor kurzem Windows-Update und plötzlich hat es mein Mikrofon nicht mehr erkannt. Ja, viel Spaß beim Aufnehmen, ne? Hast du es vorher gemerkt? Ja, ich glaube, es ist nichts schief gegangen, aber ich habe mich vorbei... Nee, ich glaube, es ist nichts schief. Vielleicht ist doch was schief gegangen, aber naja. War vielleicht trotzdem keine gute Folge. Wildpferd hatte ich gerade eben schon. Okay, dann nehme ich Wildpferd und du nimmst. Nimm du die Plantgranate. Okay. Damit du nicht ganz so toxisch bist, ne? Ja, ich mag die Sprengfalle eh lieber. Wo die Plantgranate, die kriegst du schneller, ne? Ja, aber die Sprengfalle kriegst du sicher. Also was heißt sicher, aber da musst du nichts dafür können, sag ich mal. Ja, gut, ja, du musst dran treten, ja. So, gucke ich. Aber halt, die Blendgranate kann dir auch noch was im Endgame nützen. Ja, ja, das stimmt. Kugi erklärt zu Tipps für die Jägerin. Jägerin ist für Übung, also einfach mit Iron Maiden spielen und dann Only Access spielen, dann entwickelt man dafür ein Gefühl. Ja, ja, solche, so kann man es natürlich auch machen. Ich glaube, wenn man halt wirklich richtig gut mit dem Killer werden möchte, ist es vielleicht auch eine Idee, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt alle Perks raus, spiele komplett ohne Add-ons, ne, komplett nackt und es geht mir nicht mehr ums Gewinnen, weil dann ist es vielleicht auch so ein bisschen psychisch, dass man sich sagt, okay, ich habe keine Add-ons, ich habe keine Perks, ich erwarte nicht zu siegen, mir geht es nur dafür, ein bisschen besser zu werden. Und dann vielleicht in die Runde, einfach, dass man mit einem komplett anderen Gedanken in so eine Runde reingeht, ist vielleicht auch eine Idee. Wenn man sowas dann möchte, dass man halt wirklich nur spielt, um besser zu werden. Aber ich bin ehrlich, ich hatte auch mal überlegt, sowas zu machen, ich hatte dann doch keine Lust, ich mag keine Perks zu sehen. Komplett ohne Perks, ach nee, nee. Ja, aber das ist auf jeden Fall auch ein Weg, wie man sich so wirklich... gerade auch so ein bisschen den Druck nehmen kann, gut zu spielen. Dass man sich sagt, ich kann eh nicht gewinnen, so nach dem Motto. Wenn ich gewinne, schön, aber ich kann's, ich spiele ohne Perks, ich bin hier komplett im Nachteil, ohne Add-ons, was weiß ich. Mir geht's nur um den Lerneffekt. Und dann hat man vielleicht auch weniger Druck und ist halt auch weniger frustriert, gerade wenn man was Neues lernt. Ja, ja. Oder man geht voll auf Antigeneratoren, aber ja. So, Cookie schreibt, Witcher ist so cool, ich muss jetzt aber auf die dritte Staffel warten. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Weil der kam ja erst gerade raus. Ja, ja. Ja, ich bin mal gespannt, Darius, wenn du sie geschaut hast, da können wir mal gerne mal quatschen, wie du sie fandest. Du hast ja auch die Bücher gelesen, ne? Ja. Okay. So. Ich habe keine Aufgaben mitgenommen. Chris fragt, hast du Windows 11, Felix? Warum fragst du? Also ich hab glaube ich nicht Windows 11. Das ist ja, ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass du kein Windows 11 hast. Nee, dann habe ich kein Windows 11. Hast du Windows 11? Rechner ist auch... Was? Hast du was gesagt? Wenn mein Rechner ist dafür auch nicht ausgelegt. Ja, ich glaube meiner auch nicht. Windows 11 brauchst du ja übelst abstruse Systemanforderungen. Ja. Ey, da bist du verrückt. Also nicht immer abstruse Systeme von der Leistung her, sondern einfach von der Version her. Ja. So verrückt das auch klingt, Darius, ich habe dich jetzt gerade eben schon wieder 2 Dezibel lauter gemacht, weil du für mich jetzt zumindest in meinem Empfinden deutlich leiser bist, deshalb. Keine Ahnung. Jetzt habe ich aber wirklich überhaupt nichts gemacht. Okay, jetzt ist wieder sehr laut. Jetzt habe ich auch gerade sehr laut gesprochen. Ja, aber. Kann ja nochmal ein Mikro nochmal reinstecken. Ach, ja, vielleicht. Das könntest du vielleicht mal probieren, ja. Manuel schreibt Tipps noch für Ghostface. Schaffst nie, den richtig Stealth zu spielen, wird immer entdeckt. Nimm die beiden Addons mit. Das ist, glaube ich, so ein grüner Stift und so ein gelbes Buch, die beide dafür sorgen, dass du häufig an deine Kraft kommst. Und geh halt immer wieder in deinen Stealth-Modus. Und am besten stalkst du, wenn du lehnst. Und ja, das sind, glaube ich, so die Tricks. Wenn du lehnst oder wenn dich jemand versucht aufzudecken, dann schnell hinhocken. Es kommt
auch in den nächsten Tagen auch mal wieder eine Ghostface-Runde. Jetzt. Hast du eingestellt? Mich? Hallo? Hallo, hallo? Ja, ich höre dich. Ich mache dich noch mal ein bisschen lauter. Ich habe gerade raus wieder reingesteckt und da hat es jetzt irgendwie... War es noch eingestellt? So, ja, Mikrofon, okay. Da, dann kam aber nichts an, dann musste ich es nochmal bei TS nochmal rausnehmen und nochmal reinnehmen. Also nochmal extra einstellen. Ja. Das wusste mich ja noch. Ja, ich beobachte es einfach mal. Fenst. War das Ruin? Keine Ahnung. Ist kein vertäubelter Boden gewesen, ne? Dann auch mir noch. Können Sie es wissen? Jagt die mich noch? Nee. Okay, ich bin gerade einfach nur gerade ausgelaufen. Das ist richtig straight. Ja. So, Mr. Stomper fragt, steht es schon fest, dass der Kannibale rausgenommen wird? Oder sind es nur noch... Hä, wieso soll der Kannibale rausgenommen werden? Wegen dem eigenen Spiel. Aber kam dazu irgendwas Offizielles? Nee, offiziell kam da gar nichts dazu. Ja, dann würde ich da... Durch doch irgendwas. Also könnte... Also ja, stimmt. Ich, Tim, also Drasa hatte mir vor kurzem auch einen Link davon geschickt. Um mir zu sagen, hey, guck mal. Ja, danke. Sehr interessant. Das machen ja, glaube ich, die Macher von Ding, von... Ne? 13. Ja, ich weiß nicht, ob die da, wieso, ich glaub's schon fast nicht, dass ihr da so. Also ich hoffe es mal nicht, dass der Kannibale rausgenommen wird, aber ich glaub's. Also solange ich da nichts Offizielles höre, sage ich, nee. Also natürlich ist es möglich und immer eine Sorge. Ich hab dich veräppelt für eine Sekunde und dann hast du mich getötet. Also solange es halt nur Gerüchte sind. Ja. Oh, die schwankt aber ganz schön. Mensch, Gespenst hier. Wegpferd. Ja, genau das gleiche wie mit Ash. Ja. Auch sein eigenes Spiel. What the fuck? Wo kommen die dafür? Keine Ahnung. Also, bis es halt nichts Offizielles gibt, glaube ich halt nicht, dass es entfernt wird. Aber mal schauen, was passiert. Ich glaube, die hat Barbecue. Ja. So, mal roter Hering triggern. Okay. Roter Hering und Sprengfalle. Ja. Das ist super Synergie, ne? Toxic Bild. Ja. Glaubst du, bist jetzt ein bisschen abgehakt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, ich sag's dir mal. Zum Beispiel, keine Ahnung, was es heute ist. Ich hab nichts getan. Die Sache ist, ich kann es dir nur sagen, weißt du? Keine Ahnung, ne? Und rumpeln. Manuel fragt, welche DBD-Maps mögt ihr nicht und welche mögt ihr am liebsten? Welche magst du nicht, welche magst du am liebsten? Nicht ist dieser komische Autohafen-Dings da, wo in der Mitte so eine enge Tunnel da ist. Achso, ja. Ich weiß, welche du meinst, hier Azeroths Ruhestätte. Ja, genau. Die magst du nicht, ja. Sonst, was ich mag, sind die ganzen Indoor-Maps. Ja. Bei mir ist im Grunde andersrum. Beziehungsweise nicht ganz. Also, ich mag nicht die Indoor-Maps. Ich glaube, am wenigsten mag ich die Polizeistation. Das ist Horror, aber ich glaube, da sind sich 90% der Community einig. Und ich glaube, die Maps, die ich mag. Ich glaube, der Dead Dog Saloon ist eigentlich immer ganz hübsch. Ist auch eine angenehm große Map, sag ich mal. Ja.
dann gibt es halt so die so ein paar Macmillan-Maps, also die angenehm großen Maps, sage ich mal, wo man halt auch als Killer eine Chance hat. Und nicht wie über Mount Ormond komplett, keine Ahnung, dreimal über die Welt läuft, um jemanden zu bekommen. Guck, die Maps mag ich. Das war ein blödes Timing. Well, das hat nicht so gut funktioniert. Nein. So, Aaron schreibt, hallo ihr beiden, wir gucken schon lange eure Videos und freuen uns sehr, euch endlich mal live zu erwischen. Macht weiter so. Dankeschön. Freut uns, dass euch die Videos so gut gefallen. Ist echt cool. Darius, irgendwie... Weiß ich nicht, erkennst du ein Muster, Darius, in der Runde? Wer hier aufgehangen wird, erkennst du dann Muss? Hä? Dann bist du die einzigen beiden. Ja, ja. Aber jetzt wird die Nia gehen. Heißt das, wir spielen sehr schlecht? Das Gespenst mag uns beide nicht, ne? Ja. Stream Sniper. Na, genau. Durch die YouTube-Verzögerung hindurch, ne? Nee, ja. Nee. Ja. Vor allem, ich hatte auch mal gegen einen, also das ist schon länger her, hatte ich auch mal gegen einen Streamer gespielt. Und der hat dann auch halt, also ich habe die Runde dann nachgeschaut in seinem Stream. Und der hatte halt ein sehr helles, orangenes Outfit an. Und dann so, oh, Stream Sniper, du wusstest das nicht und so. Und dann hab ich so geschaut und so, hä? Du trägst halt sehr bunt. Ich hab dich halt einfach gesehen. Deshalb bin ich immer so sehr vorsichtig mit damit, irgendwie Leute Streamstimes zu bezichtigen, weil das wurde halt auch mal mit mir gemacht. Ja. Das ist halt so wie dieser, wie dieses Meme, wo die Katze so über den Teller schaut und so übelst verwirrt guckt. So, ja, ja, ja. Wo diese zwei Frauen da so übelst am Ausrasten sind. Ja, dieses Meme, genau. Ja, ja. So, hä? Du trägst Orange? Ja. So, meine. Oh, oh. Wo heißt das? Wo? Ja, ja, ich werd gejagt. Ja, ich hab mir gedacht, dass er umkehrt, aber naja. So, Manuel schreibt, Polizeistation hasse ich auch. Aber welchen Tunnel meint Darius bei Azorovs Ruhestätte? Na, die Azorovs Ruhestätte ist ja in zwei Teile geteilt. Also, das beschreibt ja die Map. Die sieht ja so ein bisschen aus wie ein großgeschriebenes E oder I. Oder wie halt ein H halt, ne? Man hat ja diese zwei Bereiche und der Tunnel, der es verbindet. Also Nico fragt, werden eigentlich vielleicht in nächster Zeit die Killer billiger, wie beim Black Friday Sale, weil ich ihn verpasst habe? Nicht, dass ich wüsste. Also, zum Black Friday Sale waren sie ja günstig. Ich weiß nicht, warum ja. Sie das jetzt wieder machen sollten. Hey, ist vielleicht noch im Steam Sale? Ja, vielleicht hast du Glück im Steam Sale, ja. Also na, die Kapitel, die ganzen Kapitel sind billiger, die einzelnen Killer ja natürlich nicht. Ja. Die einzelnen Killer kannst du ja nur für Scherben kaufen. Keine Rabatte. So, Fiona schreibt hallo, Queen Dragon schreibt hallo, Fräulein schreibt hallo, Eva schreibt hallo. Hallo zurück, schön, dass alle da seid. Oder habt ihr euch nur einander begrüßt? Hallo auf jeden Fall zurück. Wir haben das immer missverstanden, die begrüßen sich immer gegenseitig. Ja. Die meinen doch nicht uns. So. Jetzt hat sich gerade verabschiedet. Was hat sich verabschiedet? Dein Chat. Dein Chat, okay. Ja, good game. So, Green Dragon schreibt, wenn man verteufelten Boden mitnimmt und das durch Buhen verzaubert wird, zählt das dann trotzdem als aktiviert und wenn nicht, bleibt das andere Totem dann bestehen? Wenn denn, ja, bei verteufelten Boden zählt es dann als aktiviert. Also du kannst den verteufelten Boden Totem segnen und dann aktiviert sich der Effekt einfach. Und die Leute sind... Das ist ja bei allen segnen Sachen so. Ja. Naja, ich weiß gerade gar nicht, wie es bei Vergeltung ist, aber es könnte auch sein, dass es Vergeltung triggert. Da bin ich gerade unsicher. So, siehst du, ihr könnt wieder Perks in den Chat schreiben, mit denen wir jetzt dann spielen werden.
Du nimmst jetzt wieder die ersten? Nee, noch keine. Mein will noch nicht wieder. Ach so, gut, dann warte ich mal, bis vier kommen und dann sage ich sie dir direkt im Ding an. Also schreibt gern Perks in Chat für die Runde. Und nicht mehr. Warum auch immer. Genau, okay, deine Perks sind Sprintboost, Adrenalin, Ass im Ärmel und Korrekturmaßnahmen. Und ich nehme hier ausgewogene Landung und nehme dann weiter. Okay, ausgewogene Landung. Vor allem, ihr schreibt ja immer die englischen Namen und ich muss dann immer so überlegen, was ist nochmal das? Ich meine, ist ja okay. Hellings Landing. Nee, so ein paar, also ich weiß ja, die Klassiker weiß ich, also zurückgelassen. Der Klassiker. Bellings Landing, ein Klassiker. Ja, klar. Ne? So, nee, also ich weiß ja, dass Dead Heart und Left Behind, aber jetzt schreibt jemand am Ende noch, niemand wird zurückgelassen auf Englisch, ne? Das andere mit zurückgelassen Perk. Und das heißt vielleicht, nee, das heißt No One Left Behind. Okay, gut, das wüsste ich vielleicht auch. Aber es ist dann immer so ein Umdenken manchmal. Aber zum Glück bezieht sich das Englisch ja nur auf die Perks, die man kennt. Wo hatte ich jetzt was? Sprintboost, Adrenalin. Warte mal, ich scroll nochmal ganz kurz hoch für dich. Ja, du hast Sprintboost, Ass im Ärmel, Korrekturmaßnahmen, Adrenalin. Und ich habe dann ausgewogene Landung. Hard im Nehmen, Left Behind. Aufdrehen gibt's glaube ich nicht. Gebaut für. Ich kann ja mal gucken. Aufdrehen kenne ich nicht. Ich glaube schon. Aufdrehen? Nee, Aufdrehen gibt's nicht. Okay, gebaut für die Ewigkeit nehme ich dann. Wo ist es? A, B, C, D, E, F, G. Gebaut für die Ewigkeit. Bereit. So. So. Ah, spielst jetzt Claire. Wo ist denn Kuppel? Hä? Hallo? J.K. Ah? Okay, du bist noch Korrekturmaßnahmen. Da. Was war das vierte? Du hattest da, Adrenalin, Ass im Ärmel, Sprintboost, Korrekturmaßnahmen. Adrenalin, okay. Ja, ich habe jetzt zwar einen Chat wieder, aber irgendwie ist bei mir die Reihenfolge der letzten Nachrichten nicht exakt die richtige. Darum ist bei mir jetzt die du mir genannt hast, sind bei mir jetzt alle so wild durcheinander gewürfelt. Okay, ja. Darum konnte ich jetzt vielleicht nachgucken. Ja, alles gut. Dafür bin ich ja da. Bei mir war es eine Adrenalin kam gleich Dead Heart. Ja. So, Alexis fragt, wie findet ihr die Perk-Kombo Pentimento, Geißelhaken, also Geißelhaken, Schmerzensecho, Ruin und Spielzeug? Habe es auf den Zwillingen gespielt und es hat echt Fun gemacht. Ja, ist ein interessanter Perk-Bild. Ich glaube, als die Künstlerin rauskam, habe ich auch sehr viel mit Spielzeug und Pentimento gespielt. Funktioniert ganz lustig. Weil sich einfach lohnt. Ja, weil nicht jeder Überlebende hat halt einen Segen-Perk dabei und die Überlebenden hassen es halt, ahnungslos zu sein. Ja. Also die Kombo ist ganz cool. Ruin bietet nochmal mehr Motivation. Damit halt die Perk-Kombination gar nichts machen könnte, müssten halt alle Überlebenden die ganzen Totems immer wieder segnen. Und das würde halt Jahre dauern, gefühlt. Ja. Aber ja, stelle ich mir auch als guten Perk-Bild vor. Das Einzige, was halt so, ja, ist halt sehr totemlastig. Also an sich, der Perk-Bild ist gut. Ich persönlich, für mich, mag jetzt nicht so sehr Totem-Perk-Builds, weil es kann halt sehr schnell auch anders laufen. Aber wenn das für dich aufgeht, dann ist das super. Ach ja, siehst du, Alexis, ich hatte vor kurzem, das hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal erzählt, ich hatte vor kurzem, ja, ich bin bereit, Darius, genau, kannst du bereit sein. Jetzt reinkommen in die Lobby. Ich bin in der Lobby. In? Doch. Ich war alleine in einer drin und du bist nicht mit, weil du rausgeflogen bist. Okay, ich stehe, bei mir stehe ich neben dir. Dann gehe ich, okay, jetzt bin ich rausgeflogen. Okay. Ich bei mir kam auch die Meldung, so, Dagor hat irgendwie Spiel verlassen oder in der See, sondern. Du bist doch gerade super laggy bei mir. Ja, ich höre dich übelst abgehackt.
Ist bei dir alles in Ordnung mit Internet? Also bei Keine mir Ahnung. sagt Stream, ich übertrage zumindest noch normal. Wollen wir vielleicht mal kurz Discord ausprobieren? Machen. Ja, dann lass mal kurz Discord ausprobieren. Ich mache mich hier nur stumm im Teamspeak und lass mal offen, falls es funktioniert. Kleine technische Sachen. So, hallo, hallo. Hallo, hallo. Okay. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, ja, ich höre dich. Okay. Okay, und auch nicht abgehakt. Dann lass uns mal über Discord quatschen. Okay, vielleicht hat CS gerade wieder Problemchen. Ja, ich gehe auch aus dem Teamspeak raus. Sollte passen. Jo, okay. Okay, okay, ich muss jetzt nur kurz so. Gut, dann, okay, nacheinander. Magst du mich wieder einladen? Noch einmal. Ja, ja. Ich war hier am Einstellen. Jetzt bist du wieder ins Spiel gewechselt. Vorhin standst du nämlich noch bei online. Okay, das heißt, ich lade, ich lade dich ein. Nee, ich hab dich ja gerade eingeladen. Ich habe keine Einladung bekommen. Ich beende mein Spiel mal kurz. Du musst einfach nur reinkommen, Felix. Du musst einfach nur reinkommen. Einfach nur annehmen. Ich beende kurz das Spiel und starte es mal neu. Okay. Oder kann ich die Zeit nutzen, um eine neue Aufgabe auszuwählen. Wunderbar. So, nee, was wollte ich sagen? Genau, Alexis, ich weiß ja, dass du Zwillinge gerne magst. Und ich hatte vor kurzem so ein Turnier geschaut, wo so verschiedene Killer gespielt wurden bei Otofu. Und also auf dem Kanal von Otofu war das. Und da hatten viele Zwillinge, wie hieß es, vom Henker das Perk? Wie heißt denn das Perk vom Henker? Ich muss mal ganz kurz googeln. Hä? Wo du gegen den Generator trittst und dann unsichtbar bist? Nee, wo die wo die aufschreien, wenn die zu weit auseinander sind? Nee, wenn die dass die gebrochen sind. Erzwungene Buße hatten die dabei, also Forced Penance. Gut, in dem Turnier gelten noch mal ganz andere Regeln, weil du darfst ja als Überlebende vielleicht nicht so viel Heilperks mitnehmen, aber ich fand den Gedanken ganz interessant. Wenn du Zwillinge spielst und dir die Heilung richtig nervt und die sowieso immer in Gruppen rumlaufen, dann einfach erzwungene Buße mitzunehmen und dann du verletzt halt jemanden, der blockt und die Person ist dann halt gebrochen. Ich weiß nicht, ob du das mal ausprobiert hast, aber ich fand das irgendwie sehr interessant zu sehen. Daran musste ich gerade denken, weil ich hatte irgendwie so, da wurde halt viel Zwillinge gespielt und dachte so, okay, ist interessant. Naja. Okay, Ronja schreibt, Moni, ihr Lieben, schöne Feiertage gehabt zu haben. Dankeschön, Ronja, ich hoffe, du hattest auch schöne Feiertage. Und hallo. Was war das jetzt hier, Pluscom perfekt? Schöne Feiertage gehabt haben werden. Ja, ich glaube, vielleicht passiert mir auch manchmal. So, Alex schreibt, muss ich mal testen. Ja, wie gesagt, fand ich recht interessant. Vielleicht ist es was. Muss man ja auch im Todesboden, cool. Erzwungene Buße? Ja. Also man sieht das Perk halt nicht so oft. Ist halt... Ja, das stimmt. Nicht das Stärkste, so für sich genommen. Aber wenn du halt Zwillinge spielst und... Wenn du Zwillinge spielst und die, ist halt Heilung dein größtes Problem, sag ich mal. So, warte, Darius, wie machen wir das jetzt? Ich lade dich ein und danach lädst du mich ein. So hört man das jetzt immer, weil meine Lobby sich immer schließt. Vielleicht sehe ich dich auch noch. Warte mal, ich guck mal. Ich habe dich nur kurz eingeladen, dass du mich siehst. Ja. Ja, da. So, Ronja schreibt, das sagt man so, ja. Schöne Weihnachten gehabt zu haben. Gehabt haben werden zu haben. Ja, danke. Dir aber auch, Ronja. Ich hoffe, du hattest auch schöne Feiertage. So. Ich bin beim Todesboden, da gab es immer einen übelsten Backen mit der erzwungenen Buße. Wieso? Das war, wenn du, da hat erzwungene Buße getriggert, wenn du jemanden mit der Lanze schon getroffen hast, mit dem Schuss. Ach so, hey, dann hat er ja für sich selbst den Schlag getankt, oder wie? Nee. Zum Beispiel, der hat jemanden gerettet vom Haken. Du schießt dann da drauf und erwischst den, ja. Der gerettet hat. Ja. Dann kriegt er den erzwungene Buße, weil er für den am Haken getankt hat, sozusagen. Ja. Kriegt den Verletzstatus, du ziehst ihn ran und kannst ihn niederschlagen.
Okay, ja gut, das ist. Okay, jetzt weiß ich auch, warum du das Perk magst auf dem Todesboden. Wahrscheinlich Also, regelmäßig Bug abused hier. aber das geht nicht mehr. Also das Ja, zum Glück triggert geht dann das immer nicht noch. mehr. Ja, das war auch nicht lange, aber also es geht noch. Du musst ihn danach nicht schlagen, damit es aktiv ist. Ja. Also wenn du zum Beispiel jemanden ranziehst und dann bricht die Kette, dann kriegt er trotzdem den Statuseffekt. Okay. Also den Lebensabzug und halt diesen gebrochenen Status. Ja, ist halt eigentlich so ein Perk, was man halt so selten mitnimmt. Und das ist aber halt so in der Turnierszene eigentlich ganz, ganz gern dabei. Bei den Turnieren darfst du als Überlebende auch, also häufig ist das Regel, dass du nicht die gleichen Perks mitnehmen darfst. Also nur einer darf Entscheidungsschlag zum Beispiel haben. Und da ist zum Beispiel sowas wie Kameradschaft auch richtig beliebt, ne? Aber da wird auch mehr gekämpft. So, du darfst jetzt 4 Skillchecks verkacken. Über oder unter uns? Was meinst du? Unter uns. Okay. Hani, über uns geht nicht, das Decke. Ja, auf unserer Etage oder unter uns, ja. So, Alex schreibt Spiele zurzeit auch viel, die Künstlerin macht echt Fun, habe die schon auf Platz 3. Na cool. Ja, Künstlerin ist so ein Schießkiller. Mir liegt die nicht ganz so sehr, aber ich muss auch mal häufiger mit der spielen, mal wieder. Aber, naja. Es gibt so viele Killer mittlerweile. Könntest du jetzt rein theoretisch 6 Skillchecks verkacken, wenn es mehr als höher als 5 gehen würde, der Zähler. Okay. Willst du mir damit jetzt sagen, wow, du hast so viele gute Skillchecks gemacht? Gehst du retten? Ich dachte, du wolltest retten gehen. Nee, ich dachte mir, du gehst lieber. Ich werde meinen Sprintboost wasten. Die stirbt sonst. Tja. Wo hängt denn die drin, ne? Ja. Oh, vor allem, du siehst das über die komplette Map. Ah, und auch noch. Das ist so fies, offenes Blatt, ne? Du siehst das einfach alles komplett weit. Du siehst sie ja richtig weit. Sie ist ja übelst weit weg vom Haken. Weil die Map halt zugebaut ist. Das ist ja Okay, dann weg ist sie nicht. Sie war immer noch im Innenhof. Die hing im Innenhof und die Jägerin war auch im Innenhof. Ach so, nee, der wurde Er drin wurde auch im erwischt. Innenhof an. Auch im Innenhof, aber ist ja trotzdem recht weiter Radius, dachte ich. Ja, na gut, hing das mit dich im Innenhof. Ja, nützlich. Okay, dann versuche ich gleich mal zu retten. Lauf, Bill. Mir nach. Okay. Identity fragt, kannst du mal bei einem Video alle Perks erklären? Wenn ich bei Daylight spiele und ein Video mache, dann musst du mal in die Videobeschreibung, also du kannst in die Videobeschreibung schauen. Denn in unseren Dead by Daylight Videos haben wir immer alle Perks, die wir benutzen, geschrieben. Da kannst du alle Perks mit Perk-Beschreibung nachlesen, falls du mal bei einem Video nicht weißt, wie die Perks heißen. Ich weiß ja nicht, was Claire hier für Haarspray benutzt, aber der Zopf. Er trotzt einfach bei jeder Physik. Tja, das ist alles krass, ne? Eigentlich müsste der so rechts runterhängen, aber nein. Er hält stand. So, Kugi fragt, bin Krankenschwester Main. Was haltet ihr von ihr, beziehungsweise macht es Spaß, dagegen zu spielen? Kommt drauf an, wie gut die Krankenschwester ist. Wenn sie zu schlecht und zu gut ist, macht es nicht so viel Spaß. Wenn sie eine gesunde Mitte, ne, wo man auch irgendwie eine Chance hat, das ist dann immer ganz nett, aber gegen die halt die heftigsten Krankenschwestern da. Oh. Weiß nicht, da kannst du halt nicht viel richtig machen, sage ich mal. Ne? Das ist halt deine einzige Möglichkeit, aufteilen und Gens durchziehen. Und da ich halt sehr, sehr viel Solo-Survivor spiele, krieg das mal hin. Ne? Das ist halt schon fast
unmöglich. Halt diese Koordination. Ja, das ist ja bei einer schlechten Krankenschwester. Da, das heißt, so bei Krankenschwester, wenn du da ein bisschen halt schlecht bist, dann ist es nicht so wie bei anderen Kindern, dann kannst du ja trotzdem noch was reißen. Ja, die ist ja auch langsam. Aber bei Krankenschwester, halt, wenn du da nicht ganz so gut bist, dass du die Kraft nicht so beherrschst, dann bist du halt wirklich sehr schlecht. Ja. Da ist die Spanne extrem groß bei der Krankenschwester. Deshalb meine ich ja, ne, richtig, also die die neueren, ich will nicht schlecht sagen, weil eher die neuen Spielenden mit der Krankenschwester oder die super krass heftig erfahrenen, ist es immer so ein bisschen, macht nicht unbedingt so viel Spaß, aber ich glaube, so ist halt, naja, gut, Krankenschwester ist, glaube ich, steht da, glaube ich, so für sich, ne? So, Laughing fragt Felix, warum stehen bei dir keine Namen von den Mitspielern? Ich habe es ausgestellt. Du kannst einfach Escape drücken, Option, Grafik und dann kannst du Spielernamen verbergen machen. Und ja, das mag ich einfach lieber. Ist schön clean und naja, man läuft auch nicht Gefahr. Also man muss auch nicht, falls die Mitspielenden irgendwie sehr offensive Namen haben, muss man das auch nicht die ganze Runde lang sehen. Alter Heile. Du wurdest gejagt? Ja, wurde zumindest. Nice. Werde aber nicht mehr gejagt. Nicht so nice. Okay. So. Oh nein, 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 nein. Mann, ich habe nur geteabagt, Jägerin, weil ich nicht von der Axt getroffen werden wollte. Das war nicht böse. Schade. Hä, gibt's nirgendwo mehr Gen? Keine Ahnung, vielleicht im Hof? Was? Da will ich jetzt nicht hin. Okay. So, Alice fragt Darius, kannst du nächste Runde mit einem Perk spielen, der dir nutzlos erscheint? Das musst du Darius selber vorschlagen. Schon. Ups. Ich muss sagen, Korrekturmaßnahmen bringt mir gar nichts. Wieso? Na, was bringt dir Korrekturmaßnahmen? Chemieraum. Der ist für dich nutzlos. Chemieraum ist jemand. Freifrei schreibt, Darius kann durchaus sein, dass auf einer Ebene gar keine Gens spawnen. Ja, oben waren zum Glück schon ein paar, aber manchmal erscheint es wirklich so, dass oben nur so einer, zwei vielleicht spawnen und unten halt sehr viel oder andersrum. Lukas schreibt, Pyramid Head ist no skill. Das glaube ich ist Quatsch. Ich finde Pyramid Head, brauchst du schon einiges an Skill, dass du halt die Bodenwelle richtig gut setzt, ne? Es geht nicht um die Bodenwelle, die du triffst, während die überlebenden Animationen sind. Das ist vielleicht jetzt nicht so schwer, sondern eher die, wo du den Überlebenden nicht siehst. Und das ist schon gar nicht so einfach zu treffen. So, Trauser schreibt, hey, hi, schön, dass du da bist, Tim. Ich hoffe, dir geht's gut. Ghostfirewarp schreibt, guten Tag zurück. Schön, dass ihr da seid. Oh, die hat... Irgendein Totem hat die Ruinen? Weiß ich nicht. Da habe ich schon Sprintboost, bin übel schnell, aber die Hitbox denkt sich, nö. Zählt nicht. Das hätte ich vermeiden können. In dem Chemieraum, in dem wir gerade waren, Darius. Ja. So, das ist ein Totem. Leuchten das. Was ist es eigentlich? Die hatte ich ja gar nicht mehr. Nee. So, Ghostfirewarp fragt, wie viel habe ich verpasst? Einige sehr coole, spannende Runden,
Aber kein Problem, der Stream bleibt online, also falls du ihn nachschauen möchtest, kannst du ihn nachschauen. Und falls jetzt gerade jemand nachschaut, dann viele Grüße und viel Spaß beim Nachschauen. Hast du wenigstens was drin? Ha? Chemieraum ist es. Ja, hast du das gemacht? Nee, die jagt mich gerade. So. Also wir müssen es ja gerade auch nicht zerstören, weil wir eher einen Gen nochmal brauchen, aber wenn du es willst, dann... Ich habe eben einen gesehen, aber jetzt finde ich den Gen nicht mehr. Oh, Lukas schreibt Hallo. Hallo. Also Lukas schreibt Aloha. Hallo zu Lukas, schön, dass du da bist. So, Pieschen schreibt, habe vorhin kurz in den Stream reingeschaut, Felix bei der Jägerin geteabaggt, gucke gerade wieder rein und Felix Jägerin, ich hab dich nicht geteabaggt. Ich teabagge die auch nicht, es ist Zeit, ich weiche der Axt aus, ich hoffe, versuch's zumindest, so gut es geht. So, Identity fragt, wie lange der Stream geht, wir streamen heute bis 18 Uhr. Lol, wo man die keinen Herzschlag gehabt? Keine Ahnung. Der hätte gerade so ganz leises Lied gehabt, laufen in einen Raum rein und so, oh, hier ist ein Gen, den tue ich mal kurz an. Und auf einmal steht die vor mir und so, what the fuck? Die war halt in dem Raum drin, hat sich Äxte geholt. Ich dachte, die wären meilenweit hinter mir. Kommt zu euch da über den Gang. Ja. So, wie komme ich zu dir, nicht da lang? Okay. Ich glaube hier gar nicht. Wir müssen in die andere Ecke gehen. Aber der... Ist das ein... Was ist denn das? Eine Eldudin. Die ist bei mir. Aber die wird gejagt. Ungünstig. Okay. Bin ich halt die Borrow Time. Nee, hat sie nicht. Wieso dreht die sich immer darum, okay, wenn ich um die Ecke will? Guck, guck. Also, sie jagt mich nicht. Ich finde nur keinen Gen. Ich bin gerade wieder flüssiger als Wasser. Und ich sehe deine Aura mit Verwandt, Darius, ne? Denkst du, bist safe dort im Keller vor meinem Blick, hä? Es ist leicht ein Medikopf und so, mich heilt ja hier niemand. Ja. Und dort, wo die ist, in der Nähe ist ein. Huch, bei mir ging jetzt die Kiste voll verspätet auf. Ist ein Gen in dem Raum, wo du, glaube ich, gerade drin bist. Er scheint aber schon recht territorial. Ja, gerade eben schon, ja. Lauf, Aludi! Ach, ich dachte, ich schaff's. Lauf, Aludi! Ach, Felix hat dich mal abgehakt. Naja, ich hab's versucht, ne, aber... Es war einfach nur ein Lauf. So, Identity schreibt, ich vermisse deine Identity-Videos. Ja, schade. Ich habe halt gerade zurzeit nicht so Lust auf Identity, deshalb habe ich das Projekt pausiert und bringe auch zurzeit keine Identity mehr. Ich will halt, wenn ich Identity aufnehme, will ich halt richtig Lust und Spaß drauf haben und mich drauf freuen und nicht halt irgendwie mich dazu selber zwingen. Daher kommt zurzeit keine Identity. Wenn ich aber wieder Lust habe, hinter dir... Oh, Darius, das war knapp. Wie schön. Einfach so ein Lack, dass die aufgetaucht sind. Ja. Sehr gut. Na schön. Und damit, dass ich die ganze Zeit nur über die Karte gerannt bin, habe ich trotzdem keine Glühwe gefunden. Okay, siehst du, ihr könnt wieder Perks in den Chat schreiben, mit denen wir in der Runde spielen. Immer auf der Leiter. Jo. So, Kugi schreibt, Felix, ich finde es krass, wie du kaum nach hinten schaust und trotzdem so gut spielst. Ja, während ich streame, ist halt manchmal nicht so einfach mit nach hinten schauen, weil ich ja auch noch gleichzeitig auf den zweiten Monitor für den Chat schaue. Daher ist das jetzt, naja, nicht unbedingt so, wie ich sonst spiele, aber freut mich, dass dir mein Spielgeschick gefällt. So.
Okay, ich nehme die ersten Perks. Heißt, ich nehme jetzt... So, Blutpakt nehme ich. Wo ist es? Genau, Blutpakt-Technikerin. Einzige Überlebende, wir schaffen das. Und für Darius gibt es dann Anschneiden, Eisener Villa. Das kann sich Darius selber suchen. Ich sag's ihm dann. Technikerin. Blutpakt, Technikerin, einzige Überlebende und wir schaffen das, hab ich. Okay. Puh, die ganzen Perks kann man jetzt zum Glück schnell finden, aber man muss immer noch so ein bisschen raten, wo sie denn wirklich platziert sind. Da, okay. Jetzt schreibe ich Darius Perks auf. Anschnallen, eiserne Wille. Bewältigen. Nee, die will ich nicht, nee. Und der Eifer der Menschen. Da ist aber wieder jemand sehr lustig, Tim, hä? Mit niemand entrinnt dem Tod. Ah, ah, ah. Sehr schön, Drasa. Nur einmal zwei, weil dann den Killer tötest. Ja, ja, nee, tötest dann die anderen Überlebenden. Sehr schön. Oder so, ja. Wenn die Ausgangstore mit Energie versorgt sind, kannst du deine Mitspieler töten. Ja, genau. So, okay, ich habe meine Perks, ich habe dir deine geschrieben hier im Chat. Ich stell gerade ein. Ach, hast du schon eingestellt? Ich bin gerade dabei, ja. Okay. Was ist denn bewältigen? Das ist der neue Jonah-Perk. Wo du einen Speedboost bekommst, wenn du geschlagen wirst. Ah, okay. So, Tim schreibt, bleib doch ein bisschen flexibel. Ja, ja. Ist dann unsere Interpretation von No, Alter. Aber bewältigen und Eifer der Menschen ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Kombi. Bewältigen und Eifer der Menschen, ja, an sich, ne? Rennst rein und bist sofort weg, ne? Ja. Zu eiserner Villa, ne? Ja, an sich. Und anschnallen, du siehst Leute, die auf dem Boden liegen, ne? Weißt direkt, wo du jemanden Schlag tanken kannst, wenn der Killer gleich jemanden aufhebt. Erzählt das als getankter Schlag? Wenn jemand auf der Killerschulter ist, glaube ich schon, ja. Und auf dem Boden liegt? Nee, dann nicht. Aber du kannst, weißt ja dann zumindest, wo jemand liegt und kannst im Zweifel hochheilen, dann einen Schlag tanken oder halt, wenn der Clayman aufnimmt. Hä? Das weiß ich doch so oder so, wo jemand liegt, da brauche ich ja keinen Anschnallen dafür. Ja gut, aber du weißt, wie weit derjenige recovered ist. Ja, wow. Wenn es mir ums Tanken geht, ist mir das scheißegal. Dann wieso? Du kannst dann hochheilen und dann den Schlag. Aber gut, ja. Ja, da wäre aber, ja, wir werden ewig geil und besser. Es ist schon sehr, schwierig, irgendwie was Nützliches aus Anschnallen heraus zu interpretieren. Ja, irgendwie schon, ne? Kriegt man kaum hin, ne? Aber du siehst, das ist halt das weiß man halt nicht, ne? Wenn du mit Anschnallen spielst und jemanden vom Boden aufhebst, siehst du, glaube ich, für 5 Sekunden oder so die Killer-Aura. Das ist halt auch ein Effekt. Der hochgehoben wird, sieht auch die Killer-Aura, aber naja. Ja, aber das weiß man halt nie, weil niemand damit spielt. Das ist halt so. Aber selbst dieser Effekt ist nicht gut, weißt du, dass du die Killer-Aura für 5 Sekunden siehst, ja, wenn der ihn liegen lässt und jemand anderen jagt, ja, dann weißt du ja eh, wo er meistens ist. Entweder er ist weit weg, weil er jemand anderen jagt, oder er ist in der Nähe und du siehst ihn so oder so. Wusstest du, dass man zum Beispiel auch mit niemand wird zurückgelassen, wenn alle Generatoren gemacht wurden, dann siehst du auch alle Verletzten mapweit? Das weißt du halt auch. Du siehst alle, nicht nur Verletzte. Ach so, du siehst alle. Ach stimmt, alle. Ja, du siehst alle, nicht nur Verletzte. Ja, aber das, man spielt halt so gut wie nie mit dem Perk und irgendwie, das überliest man dann halt auch irgendwie, ne? Ja. Das sind halt ja, ich glaube, das ist, nee, wenn alle Generatoren gemacht sind, wenn das Ausgangstor offen ist. Oder so, ja, aber es sind halt so. Ansiehst, weil dann wirkt es erst. Das wirkt ja erst, wenn das Ausgangstor mit Energie versorgt oder offen ist. Na siehst du, ich spiele so selten damit, ne? Das sind halt so schon fast geheime Perk-Effekte, wenn man halt so selten damit spielt. Ja, ja. Der Secret-Perk-Effekt. Ja. Oh, ich kann endlich wieder sprinten, ohne Sprintboost zu vergeuden. Ja. Weil ich keinen Sprintboost dabei habe. Danke für die Erklärung, Darius. Das hat mir jetzt gefehlt. Ja. Ich hatte jetzt ein Fragezeichen. Finde ich so, hä, wie hat er das gemacht? Er kann sprinten, ohne dass Sprintboost vergeudet wird. Hä? Cheater? Hexerei, ja. Oh, Ruin und das Totem ist direkt bei mir. Okay, mach weg. Nee, der jagt mich. Oh mein Gott. Okay, doch. Help! Ich habe die Zacken von der anderen. Ja, gemacht. Ich bin an der vorbeigelaufen.
und so. Vielleicht macht Jesus das. Aber der dachte sich, Twilight, du musst sterben, du kennst das Totem. Okay. Wahrscheinlich unsterblich noch? Also könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, Ruine ist unaktiv. Ja. Und jetzt Pentimental. So, Hanni fragt Felix und Darius, denke ich mal auch, habt ihr eigentlich alle Überlebenden auf Prestige 3? Nein, Darius, welcher hast du auf Prestige 3? Prestige 3 habe ich Feng, Kate, Yui, Cheryl, Jill und Nia. Wenn ich jetzt keinen vergessen habe. Also ich habe auch meine Mains, sage ich mal, also die, die ich halt alle, mit denen ich alle Perks habe, die ich auch ab und zu mal spiele. Und zwar sind das Dwight, Jake, Ace, Adam, Elodie, Zarina, Cheryl und Jane. Mit denen habe ich alle Perks. Ich habe aber auch noch ein paar mehr auf Prestige 3. Ich glaube, ich habe Fang, David, Bill, Mac, Claudette. Bestimmt vergesse ich noch jemanden, auch auf Prestige 3, aber da nicht alle Perks. Die hätte ich, glaube ich, gelevelt, gerade so Mac und Bill habe ich auf Prestige 3 hochgelevelt, weil ich halt mit denen die Anfänger-Perk-Builds spielen wollte. Deshalb habe ich die direkt auch mit hochgelevelt. Die Mac hat den Perk, wo der Haken zerstört wird, wenn du so hattest. Ah, zerlegen. Genau. Eigentlich ist so eine Spur von ihm gewesen, die ist komplett weg, weil die Zeit halt abgelaufen ist. Hm. Aber ein Büpsel. Dann kommt so ein Kringel ist noch da geblieben. Okay. Ich weiß nicht, ich bin nicht drüber gelaufen, weil ich kann mir vorstellen, dass der mir trotzdem den komischen Effekt gibt. Da laufen wir lieber nicht drüber. Hier ist kein Toto. Der hat mich wieder angejagt, sag ich mal. Ich glaube, der folgt mir auch. Yep. Ein bisschen angejagt. Ja, ja. Jetzt will er nicht mehr. Das war der. Ich wusste es. Ich habe hier irgendwas gesehen aus dem Augenwinkel. Es war das Totem. Das war das Totem. Mach halt den Middle-Gen. Jo. Ah, da hinten also. Hm, weg ist es. So, Klein und Plündlich schreibt, freue mich schon. Oh. War der so weit? Ja, der war auf 99,9. Ich dachte, hä? Wieso? Also ich habe die ganze Zeit dran gearbeitet, während du das Turnen gemacht hast. Aber, okay. Ja. Ich dachte, ich kann mich da jetzt entspannt hinsetzen und wieder hier in den Chat schauen. Sorry, muss hier einen neuen machen. Mac auch einfach eingemacht. Mensch, Mac. Auf in deiner Nase. Ich stelle mich nicht in den Schrank, ich stelle mich vor den Schrank. Der moderne Twilight. Modernes Twilight ist nicht im Schrank, sondern vor dem Schrank. Ja, ja. Quatsch, wieso ich da diese extra Runde gelaufen bin. Aber ich hätte irgendwie Hoffnung, dass er nicht trifft. Okay, jetzt kann ich nochmal schauen. Bevor ich eigentlich einen Generator lesen, reparieren und dann in den Chat schauen. Na gut, ich laufe einfach mal geradeaus. So, Klein und Knuddelig schreibt, freue mich schon aufs Nachschauen, da ich oft nicht von Anfang an dabei war. Ja, klar. Dann viel Spaß, falls du dann nachschaust. Na gut, du wirst ja dann jetzt nicht mehr nachschauen. Ja, aber dann viel Spaß beim Nachschauen, wenn du dann nachschaust, ne? Viel Spaß beim Nachfahren, wenn du dann nachschaust. Ja. Ich finde ja auch keine genau. Doch. Ich wollte mich gerade beschweren, dann sehe ich einen. So, GB schreibt Hallo an alle und Klein schreibt auch nochmal Moin Moin. Schön, dass ihr da seid. Hallo zurück. So, Kartoffel schreibt Moin Moin. Kurze Frage: Was sind eure Lieblingsperks für Überlebende?
Darius, hast du irgendeinen Lieblingsperk für Überlebende? Bindung ist cool. Bindung, ja. Gute Antwort. Balance Landing ist eigentlich auch cool. Mhm. Ja, was ist noch so cool? Die Segentotems sind eigentlich auch cool. Ja. Also, ne, die Segenperks. Wenn du nicht gleich ein ganzes Totem, was du irgendwo hinstellst. Ja. Ja, es gibt viele coole Perks. Ich finde, sowas wie Entscheidungsschlag und geliehene Zeit sind irgendwie sehr starke, auch coole Perks, ne? Oh, finde ich aber nicht so. Also funktioniert Lieblingsperks kennen. Das sind so Perks, wo ich sagen würde, die dürfte man nicht entfernen. Ansonsten würde sich das Spiel komplett alles verändern und man hätte vielleicht nicht mehr so viel Freude am DBD zocken. Jetzt nicht, dafür nutze ich sie so wenig. Ja, ich hätte die mal. Ja, ich hätte die halt mal regelmäßig immer mal mitgenommen. Teilweise, ja. Da hol mich rein. In vielen Runden wünsche ich sie mir herbei, ne? Ist der in der Nähe? Ja. Ich einfach total wegignoriert werde. Ich hab dich nicht richtig gehört. Du warst irgendwie leise. Nee, gesagt habe ich nichts. Also. Bin zuerst zu dir gelaufen, bist auch von mir weggelaufen, das hab ich nicht gesehen. Dann hab ich gesagt, ah, okay, du musst mich nicht heilen, geht zu retten, dann gehe ich zu der Mac. Und die rennt auch. Aber die wollte mich einfach nicht heilen. Wir standen einfach nebeneinander und die hat mich einfach nicht geheilt. Ja. Tja, das ist halt ärgerlich, ne? So, Tim, also Trasa schreibt so, ich muss mal wieder los, viel Spaß und Erfolg euch noch. Dankeschön, dir auch noch einen schönen Abend, ne? So, Moonlight schreibt Grüße aus Österreich. Grüße zurück. Grüße zurück. Und Anna schreibt auch Moin Moin und gutes Gelingen. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Und auch Apopik schreibt Hi. Hallo zurück. Okay. Oh, da sind die Prioritäten. Da hat man es gesehen, ne? Ich habe zum Glück noch die Kamera im letzten Moment ne? Aber eiskalt, ne? Was soll ich sagen? Au. Finde mal auf dieser Map die scheiß Glyphen. Ich wollte gerade an dir vorbei, während du auf der Schulter liegst, an dir vorbeirennen ins Tor und jetzt sagen, wo meine Pilze liegen. Aber dann das Problem war nur, dass ja der Haken direkt am Tor ist. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Das war nicht so in dieser Rechnung drin gewesen. Sache ist, der ist halt jetzt auch direkt vor dir immer, oder? Ja. Ich mach mal das Totem weg, vielleicht traut sich dann Fang. Ach, du hast es gefunden? Ja. Super. Ja, Fang ist noch hier. Die wartet nur darauf, dass du fertig bist. Mhm. Sehr, sehr Fang. Das Gute ist, ich habe... Jetzt ist sie mutig. Ja. Das Schöne ist, ich habe Blutpakt und sehe dadurch halt Mac map-weit. Ich kann mich halt hier schön heilen lassen, ne? Mich heilt auch Mac. Ja, mich hat sie nicht geheilt. Das wäre jetzt woran das wohl liegt? Mr. Prioritäten, nein. Ich wusste doch, dass die Fang dann noch ist und dich auch nicht rettet. Hm. Oh, 7% schneller durch Blutpakt für Mac. Ich denke, wenn du gerettet wirst mit Borrowed Time. Wenn dich dann der Killer schlägt, triggert dann auch dieses, den Perk von dem neuen hier? Oh, ich dachte, ich block ihn. Oh, schade. Ich dachte, er schiebt jetzt nochmal der Welle hinterher, hätte ich vielleicht testen können. Das hätte mich mal interessiert, ob das dann zählt. Tschüss. Ich wollte sie noch retten. Also sie waren Death Hook? Ja. So, Jay schreibt, ich wollte mal erwähnen, dass ich immer arbeiten muss, wenn ihr es streamt. Oh nein, Jay. Tut mir leid für dich. Aber hey, vielleicht, wenn du willst, kannst du nachschauen. Aber es sind halt dann immer so die Zeiten, wo es halt immer unterschiedlich am besten passt. Dann, ne? Ja, fühle dich jetzt nochmal extra gegrüßt beim Nachschauen. So. Okay, war eine interessante Kombi. Ich
habe nur ein Zeichen bekommen für eifrige Menschen. Okay, naja. Oder nie geheilt. Du warst halt nicht sehr eifrig, ne? Spaß. Selbstheilung hätte noch mit reingemusst. Ja, aber du Medikit halt mitnehmen, ne? Also mit dem Wegkommen hat gut geklappt. Weil ja, einmal habe ich einen Schlag getankt, da habe ich auch drauf angelegt. Du bist dann halt richtig gut dann gleich damit nach weggekommen mit dem Sprint-Boost-Verlängerung. So, siehst du, ihr könnt wieder Perks in den Chat schreiben, mit dem wir dann die Runde spielen. So, Queen Dragon schreibt, ciao, ciao, ich bin raus für heute. Einen schönen Reststream euch noch. Dankeschön und dir auch noch einen schönen Abend, Queen Dragon. Ciao, ciao. Ich nehme wieder die ersten. Du nimmst die ersten, ja. Das heißt, ich nehme, niemand wird zurückgelassen. Ja, stimmt, weil wir geredet haben, dass ich niemand, ich kann nicht mehr niemals. Ich könnte jetzt immer nur niemand sagen. Niemand jemals. Ja. Mein Gehirn war jetzt so drauf programmiert, niemand wird zurückgelassen zu sagen. Ja. So, ich nehme, niemand wird zurückgelassen. Karte Rückenschauer. Bildung. Paul fragt, weiß jemand, wann der PDB für Kapitel 23 verfügbar ist? Das soll doch erst im März irgendwann kommen. Also ich glaube, da braucht es noch ein bisschen. Wenn ich raten müsste, dann einen Monat vorher. Weil es braucht immer vom PDB bis zum Release auch etwa so. Der PDB geht eine Woche und dann braucht es meistens 2 Wochen. Also vielleicht 3 Wochen vor März. Anfang Februar, wenn ich raten müsste, aber keine Ahnung. So, ich habe jetzt niemanden zurückgelassen, kalte Rückenschauerbindung flink. Perfekt. Ja, wenigstens hast du einen Nutzen von meinem offenen Blatt. Ja, immerhin, ne? Den einzigen Aura-Punkt, den ich noch dabei habe, ist Déjà-vu-Erlebnis, aber da sehe ich sowieso Map weit. Da bringen wir die 16 Meter auch nicht. Ja. Michael hat eine ganz lustige Idee. Immer das fünfte von jeder Seite. Das könnte man mal vielleicht für ein Video oder so machen. Immer das fünfte Perk von, keine Ahnung, jeder Seite und dann gucken, was man dann am Ende hat. Oder sich halt von allen Seiten das fünfte rausschreiben und dann gucken. Das ist eigentlich eine lustige Idee. Man hat aber 7 Seiten. Naja, kann man dann halt die 7 Perks sich rausschreiben und dann halt, welches von den 7 man nimmt, kann man sich ja dann noch raussuchen. Vielleicht mal für ein Video oder so. Ich finde die Idee lustig. Das könnte man nach jedem Chapter immer wieder neu machen, weil dann ja die Reihenfolge durcheinander gewürfelt wird. Ja, immer während man levelt noch, ne? Da kommt ja immer so ein Perk. Wobei, nee, man muss einfach einen Charakter auf Level 0 und nimmt immer jedes 5. Perk. Ja. Und dann soll ich nochmal noch auf Englisch stellen. Ich wollte gerade sagen, Darius, bist du in der Lobby? Weil ich habe hier nur die Weltzeichen gesehen. Ach so, hä? Okay, da bist du. Ich bin auch da. Ja. Ich habe hier nur die Weltzeichen gesehen. Naja, kann ja sein, dass du weg bist. Verdammt. So, Lukas schreibt, ich genieße eure Streams immer sehr und bin das erste Mal live dabei. Schön. Ach, vom Nachschauen immer und jetzt bei live dabei. Coole Sache. Dann freut es uns, dass du live dabei bist. So, Moonlight schreibt, zockt ihr schon lange, oder? Sieht man an der Spielerstufe. Echt Ork. Respekt. Danke. Ja, wir zocken seit Release. Damals gab es noch keine Spielerstufe, sonst wäre das vielleicht noch ein bisschen, soll ich sagen, größer. Da sieht man das ja nicht so. Ja. Aber ja, wir zocken schon sehr lange. Seit wann kam das Spiel raus? Sommer 2016, ne? Es war warm. Hä? Vor 5 Jahren. Ja. War ja jetzt 5. Geburtstag. Wir sind gerade im 6. Jahr. Ja, müsste dann hinkommen, ne? Was ich gesagt habe. So, Manuel fragt, wart ihr bei der Elementary School in dem geheimen Raum? Ja. Da, ich glaube aber noch nicht in dem Video. Sondern halt einfach mal so. Ja. Aber auch erst sehr spät. Ich hab schon viel früher Videos davon gesehen, aber wenn du halt solo spielst, machst du halt nie die Gens so. Halt muss man sich mal die Zeit für eine Survival Friends Gruppe dann nehmen. Oder halt für eine Kill Your Friends Runde. Aber ja.
Wetterpro mit hat. Ach so? Okay. Klingt schon, das klingt so. Ja. So. Alice schreibt, dann könnt ihr euch schon DBD-Profis nennen. Ja, ich würde auch sagen Profis schon, aber wir sind jetzt nicht die Besten der Besten oder sowas. Wir sind Profi-Freizeitzocker, vielleicht kann man es so sagen. So, du bist in der Nähe direkt vom Haken? Ja. Wärmst den Schrank? Wo der den jetzt hinbringt? Aha, dahin. Er hat Tüftler und kommt zu mir. Okay. Weil mich jetzt gerade sowas von überrascht. Frechheit. Liam! Help! Dann habe ich ja Liam gerettet. Sehr schön. Ja, aber das ist doch gar nicht die du eskortieren musst in dem Spiel, oder? Nee. Also der hat Tüftler und Ruin. Müsste man eskortieren. Tüftler und Ruin. Ja. Mein Gen geht jetzt langsam auch schön wieder zurück. Ich bin aber gerade an einem Totem dran. Weiß aber nicht, ob der auch unsterblich hat. Ja, der hat auch unsterblich. Nee. Der Ruin ist immer noch da. Stimmt. Oh nein, wir da haben. Hatte ich vorher keinen. Wir haben Pech da. Es war nur an einem dieser klassischen Sumpf-Spawns das Totem, ne? Das zweite ist irgendwo anders. Ja, beim Sumpf ist es immer so. Es gibt halt diese beiden an diesen Steinen, diese beiden Totem-Spawns. Und wenn das Totem da nicht ist, findest du es nicht. So. Aber ja, keine Ahnung, wo das Totem hin ist. Wo das sein soll. Hast du die Dings gerade daneben dran oder die dich da nur versteckt? Nicht, dass ich wüsste. Einer repariert oben den Generator. Das bin ich. Okay, dann kommt gerade Lian an und die anderen haben sich halt in der Ecke geheilt. Also Lian war da auch gerade noch. Lass mich vor, Lian. Ich bin verletzt. Okay, das heißt nicht, dass er weggehen soll. Ich wollte noch geheilt werden. Okay, ich gehe mal den Rand der Map ab und versuche irgendwie das Totem zu finden. Bevor es halt wieder auf. Naja, bevor es uns noch alles zu sehr nervig wird. Ja. Okay. Das ist immer so, wenn man dann auf dem Sumpf, dann muss man ja eigentlich am Rand der Map, glaube ich, gerade nur lang, ne? Halt so, entweder... Das ist weit runtergegangen. Hä? Ja, der hat zwar Ruin, aber ich hab das ja auf Tüftlerniveau hochgebracht. So, ja, da kommt der Jagd wahrscheinlich jemanden. Naja, ich habe auf Tüftler hochgebracht und dann bin ich ja weggegangen. Mhm. Weil er kam. Bin jetzt wieder zurück, keine Ahnung, denn vielleicht ein, zwei Minuten später und das ist auf unter 50% runter. Ja. Ja, ist schon ein Stück dann immer, ne? Oh, ich hab's. Ich bin noch weg. Nee, der ist. Ja, das ist schon in der Ecke. Ja, ich dachte, das ist dann doch dort, wo die Dings waren. Ja, das ist dort, wo die sich geheilt haben. Siehst du, wo ich war? Ja, ich weiß. Da hinter einem Baum ist es. Aber der wird dort auch wieder hingehen und dort wieder kontrollieren. Ja, vor allen Dingen, weil da direkt bei dir ein Haken ist. Ja. Aber es ist halt klassisch Totem auf dem Sumpf, ne? Entweder an den beiden offensichtlichen Stellen oder irgendwo am Rand. Oder hier in der Räucherkammer. Ja, da kann es manchmal auch sein. So,
So, Sophie schreibt, hallo zusammen, schön euch zuzusehen. Dankeschön. Hallo und schön, dass du da bist. So, X-Mary schreibt, macht ihr irgendwann mal wieder ein Stream, wo ihr mit Zuschauern zusammenspielt? Ja, wir machen irgendwann mal wieder einen Community-Stream. Heute nicht. Und ich weiß auch nicht, wann. Ich kann mich nicht, also keine Ahnung, wann wir das mal wieder machen, aber irgendwann bestimmt mal wieder. So, Schuggi schreibt, Abend dann alle. Abend zurück. Hä? Machst du gleich Totem? Ja. Guten Abend, schönen Abend, ne? Hä, das war doch hier. Es ist weg. Es ist weg, er hat es gestohlen. Er hat es einfach genommen und woanders hingeräumt. Ja, der trägt das unter einer Hand. Ja, er ist einfach weggenommen. Okay, kalter Rückenschauer klingelt schon, aber ich schaff's. Aber zu welchem Preis? Wenn er mich jetzt tötet, bin ich tot. Also, ja. Na, lass es Luftbeugung, Felix. Ja, ich weiß, ne? Kombiniere. Wenn er mich tötet, bin ich tot. Oh, ich hab ja Flink dabei. Die Runde hätte ganz anders laufen können. Wieso bin ich tot? Hätte ich das mal eher gewusst. Naja. Er jagt mich immer noch. Zieht die Gens durch. Er hat Tüftler. Er geht weg. Er geht zu dir, wenn du an einem Gen bist. Richtung Räucherkammer. Ja, zu Lien geht er. Okay. So, X-Mary fragt, gibt es ein Silvester-Video oder Stream? Ne, wir haben zu Silvester jetzt nichts Besonderes geplant. Aber es gab also, ein Weihnachtsvideo. Was? Ich wollte nochmal sagen, ja, wir haben nichts geplant. Ja. Also Stream nicht, das geht nicht. Und Video haben wir jetzt auch nicht auf die Schnelle geplant. Wir hätten einfach das Weihnachtsvideo in zwei Episoden veröffentlichen sollen. Wir waren auf der Blade. Ah, ich weiß nicht. Ich geh mal auf den Steg, da ist noch ein Gen. Hm. Ich komm mit zu dir. Soll Lian retten. Eigentlich musst du retten, genau. Du bist tot, wenn du hängst. Kannst doch leben. Ich bin nicht hängen. Aber ich muss man nicht retten. Wir müssen niemanden mehr retten, Felix. Das ist richtig. Außer mich. Alle tot, wenn wir hängen, Darius. Yep. Ich wollte gerade sagen, hätte der mich jetzt hier entdeckt, Darius. Wäre eine Frechheit gewesen. Tja, dann hätte ich ungünstig für dich geworden. So, Energy schreibt, wenn ihr euch heute einloggt, gibt es Scherben. Ah, cool. Das stimmt. Muss ich dann auch noch machen. Nicht neu einloggen. Was, die war heute noch nicht eingeloggt? Naja, das gibt es ja immer ab 17 Uhr. Achso, ja. So, Darkfighter schreibt, hallo, ich finde eure Videos super. Dankeschön. Hallo zurück. Oh, ja. Super, du hast nicht geschrieben. Nice. Ist auch schön. So, ja, der Hinke schreibt, hallo zusammen, hallo zurück. Tüftler. Was hat er? Tüftler ist aktiv. Und geht er zurück, oder? Weil ja, nicht. Hat geklingelt. Oh, du hast einfach durchgezogen. Ja, ich war hier mit Lian zusammen. Ich hab gerade geguckt, irgendwie unten in der Speisekammer sind ja richtig schlechte Fenster gespawnt. Da sind nur Türen und das einzige Fenster, was da irgendwie ist, ist direkt neben der Tür. Na, das ist ja immer so, dass halt das eine Fenster immer neben der Tür dann ist. Und die anderen ganzen Gänge haben sich ja geöffnet, weil wir den Gen oben gemacht haben. Ja, meistens da unten noch so ein Fenster zur Seite meistens. Also wo du ein bisschen unten Zeit rausholen kannst. Ja. Meinst du unten? Nee, da ist immer eine Tür daneben. Ja, aber nicht direkt daneben. Ja, du kannst da schon ein bisschen noch was rausholen an dem Laufweg. Also nicht viel, aber... Ja,
Hat er Freundschaftskameras. Also ich habe gerade geguckt, da war eigentlich die Tür normal und weg. Aber vielleicht habe ich auch nicht verguckt. Wo ist Lien? Da. ich gehe mal blocken. Ach ja, du siehst ihn ja, stimmt. Ja, sogar mit offenem Blatt. Also wir stehen hier so und gucken in die Ferne. Du unschuldig, hast keine Ahnung, wo der ist. Ich weiß ganz genau, wo er ist. Ja. Okay. Na schön. X-Mary fragt, warum eigentlich immer ab 17 Uhr? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so die Dead by Daylight-Zeit, 17 Uhr. Ist ja für uns nur 17 Uhr, für Dead by Daylight, also für die Devs in Kanada. Weiß ich nicht, wann das für die ist. Vielleicht so 13 Uhr vielleicht? Keine Ahnung. Schön nach Mittagessen? Keine Ahnung. Nach Mittag, ja. Ja, ich weiß nicht, warum halt exakt die Zeit. Das muss so wahrscheinlich. Irgendeine Zeit muss es halt geben, ne? Meine nagelneues Teil dabei. Ja. Nörs, das hat er noch gehabt, okay. So, ihr könnt wieder Perks in den Chat schreiben, mit denen wir in der Runde spielen werden. Ich nehme die Perks jetzt mal raus und mache Platz für neue. Okay, ich will aber schnell ein paar Level ausgeben. Hä? Ich will aber schnell ein paar Punkte ausgeben. Ja. Dann nehme ich die ersten. Ausbruch. Heißt das noch Ausbruch? Ja, das heißt Ausbruch. Das hat sich nicht geändert. Verdammt. Aber irgendwie dieses andere Lien-Perk, das andere Steve-Perk, das heißt ja jetzt Erneuerung. Das hieß ja vorher Aufschwung. Und ich hatte da irgendwie auch einen zuschauenden Wunsch und hab das ewig immer so, hä, wie heißt das jetzt? Und erstmal Erneuerung, okay. So, Ausbruch, geliehene Zeit, wildes Herausfinden, Niederwild. Okay. Wildes Herausfinden. Niederbild. Okay, für dich gibt's Verwandt, Situationsbewusstsein, Sprintboost und Apotheke. Oh, Verwandt. Wand ist sehr weit hinten, weil es mit V geschrieben wird. Ja. Kombiniere, kombiniere. Eine. Kombiniere, kombiniere. Also ja, für dich ist Verwandt. Situationsbewusstsein? Was ist das denn? Das ist auch so ein neues Perk, also umbenanntes Perk, ich glaube von Nancy oder. Ja, ich glaube von Nancy. Ich glaube, ist fixiert. Ist das fixiert? Ja, kann sein. Nice. Ja, ist fixiert. Sprintboost und Apotheke. Sprintboost. Ach, wieder Sprintboost, muss ich wieder aufpassen. Ach warte, ich habe wildes. Ja, stimmt, ich habe mich verguckt. Jay Porter schreibt es gerade, genau, danke. Ich habe statt wildes heraus wie ein Wildpferd genommen. Gutes Auge. So. Danke fürs Erinnern. So. Ich habe es ausgetauscht. Apotheke, das heißt, ich suche mal dann schnell eine Kiste. Ist halt schön lustig, weißt du, das Stream ist ja so ein bisschen verzögert, ne? Und dadurch seht ihr im Grunde das, was wir vor vielleicht 10 Sekunden gemacht haben. Und ich habe so gelesen, okay, aber wir sehen aber die Nachrichten sofort. Das ist halt irgendwie lustig, dann so zu sehen, okay, warte, das Wildpferd, ich stelle das sofort ein und danach steht dann weiter später, Felix! Halt durch die Stream-Verzögerung für Jay Potter war das halt, wieso reagiert er nicht? Ich habe die Nachricht doch schon geschrieben, der hätte locker das ein, und ich so, ich habe das gesehen, sofort eingestellt, aber ihr seht halt das Bild erst später. Ach, sehr lustig. So, Aaron fragt, was sind gute Perks für Mac? Falls du ein Anfänger-Perk-Bild für Mac haben möchtest, wir haben ein Anfänger-Perk-Bild für Mac-Video, wo ich einen ganz guten Anfänger-Perk-Bild empfehle. Ansonsten nimm die Perks mit, die dir halt. Also, ich meine, Mac ist ja eine Überlebende, also eigentlich alle Perks, die auch gut für Überlebende passen. Entscheidungsschlag, geliehene Zeit, Erschöpfungs-Perk, auch ein Perks, also was dir halt gefällt, ne? War mir ja eh relativ egal. Ja. Da ist ja ein Perk-Bild für Feng ist eigentlich genauso gut wie für Mac. Ja. Die unterscheiden sich ja nicht. Höchstens, dass du sagst, für den Anfang halt mit den einzigartigen Perks, wenn du noch nicht die anderen hast. Ja.
So, Jay Potter schreibt, sorry, Jay Potter, Jay, du musst dich nicht entschuldigen. Das ist vollkommen okay. Ich wollte es nur erklären, wie das halt für uns manchmal ist. Oft überliest man ja auch irgendwas, ne? Daher ist es gut, wenn er das vielleicht dann auch später nochmal schreibt, aber das habe ich gelesen. Es ist halt dann nur, wir können halt dann auch erst aus eurer Sicht deutlich verzögert dann darauf reagieren, ne? So, Annabelle schreibt, freut mich, euch zu sehen bzw. zu hören. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Da muss auch noch unsere Gesichter irgendwo hinklatschen, dann würde man ja gar nichts mehr sehen vom Spiel. Stimmt. Es wird langsam ein bisschen eng so, ne? Aber wird langsam eng, ne? Ja. Ich glaube, so über deine Sicht hätte man theoretisch noch Platz, aber nur mit Greenscreen und nicht mit so Kamera noch, ne? Also ne, nur so ausgeschnitten. Ja, kein Problem. Ich finde Bitter Elementary ist cool. Schon wieder mit Sprintboost vergessen hier. Geil. Ja. Ich spiele jetzt schon mit Sprintboost, ne? Wir mussten halt, also jetzt nichts gegen Mac. Wir mussten halt nutzen, Darius. Soll ich dieses verfluchte Totem hier wegmachen? Ja, das erlaube ich dir. Ohne Herzschlag. Geist. Hä? Oh, das ist unten. Weißt du, ich denke mir, ey, ich mache jetzt auch mal. Oh, also danke. Ich denke, ich spiele mit Niederwild. Ich will jetzt auch endlich mal vielleicht mein Totem zerstören, ne? Weil ich bin ja immer am Reparieren, kann ich auch mal machen. So, ja. Und dann ist aber die Map zweistöckig. Und ich suche hier und das ist halt unter mir. Ja. Das Totem hier brennt immer noch. Ja. Aber hol ich mich nicht. Es brennt immer noch. Dein Totem brennt immer noch. Ja, das ist eine Bibliothek. Aufgezehrte Hoffnung. Könnte es ja sein. Aufgezehrte Hoffnung. Verteufelter Boden und vielleicht noch. Warte mal, Ruin ist schon weg. Nicht? Ja, verteufelter. Ich meine, mit was er alles spielt. Also, verteufelter Boden, aufgezehrte Hoffnung und unsterblich vielleicht. Weil es hätte ja zweimal gekracht. Dann hätte jetzt aber der Timer ja wieder auf Null gesetzt. Ja. Weil wir sehen alle deine Aura. Ich warte, dass die Person, die dort unten bei dir in der Nähe sitzt, retten geht. Frechheit. Okay. Die Glocke, die man so überall so ein bisschen hört. Ja. Aus dem Raum geht's halt nicht anders raus als mit einem Schlag. Ne? Haha, Geist, hörst du das? Das sind die Glocken, die ich gehe hier, Leute, ne? Meine sind lauter. Ich glaube, der hat totale Stärke. Nee, hat, glaube ich nicht. Also könnte sein, aber. Aber, oder auch nicht. Also vielleicht. Ja. Okay, kein Verblüffen. Ah! Oh, ja, hat er gut gemacht. Er wusste, was ich will. Schön reagiert. Oh. Mensch, der Schweiz hier gibt alles, ne? Wir sollen weiter blenden. Ja. Jetzt rennt er auch direkt. Ich wollte doch nur für dich mittanken. Oh, was? Okay, wir haben einen Hacker hier. Wir haben einen Hacker. Ja. Ja, ist ein Hacker. Okay, ich lass mich sterben. Der Dwight ist ein Hacker. Also, der hat sich gerade vom Boden sofort selber hochgeheilt und dann sich einen Speedboost gegeben. Och, herrje. Ja, Geist, ich will nicht. Ich lass mich jetzt hier von dem Geist killen. Dann kriegt er wenigstens halt einen Kill am Ende. Aber was zur Hölle? Ja,
Ja, sorry, Darius. Ich will einfach dem Killer da jetzt auch nochmal eine Chance geben. Ich meine, er hat schon einen Überleben, den er nicht killen kann. Für dich ist es natürlich jetzt blöd, dass ich tot bin, aber gut. Ja, ne. Ciao. Ja. In diesem Raum, der ist leer. So, Freifrei schreibt, du kriegst ja irgendwie echt oft einen Hacker. Na, ab und zu mal, ja. Vor allem, der ist jetzt plötzlich da. Na gut, das kann er vielleicht schaffen, aber... Ach, herrje. Der Geist ist bei der Yun Jin. Okay, und die wird nicht gejagt, oder? Doch, doch. Und da jetzt, ja. Also Miriam schreibt, der Geil dachte erst, der Twilight hat vielleicht Dead Heart benutzt. Naja, der hat sich halt voll geheilt und hatte dann einen Boost. Was macht der Twilight? Was macht der? Der steckt im Boden fest. Okay, naja. Gut gezündet. Der Tod. Ja. Okay. Hä? Wie konnte die sich freiwilligen? Ist noch Solo gesprungen oder was? Ja, ja, aber. Okay. Ich glaube, die Yun Jin ist auch eine Hackerin, oder? Das war so ein Global-Hacker. Oh, ich weiß es nicht. Wo mich hat er. Aber habt das ja auch gesehen? Das kann ja nicht sein. Vor allem der Geist denkt sich hier, wollte mich eigentlich alle veräppeln. Jetzt wickelt sie normal. Okay, man sieht in der Ferne den zweiten Schimmerkrippen. Ja, das bei mir ist er zu mir gelaufen und da ist ja da hinten in der Ecke dieses dieser Aufgang, den du erst als Killer freimachen musst. Ja. Diesen Waschräumen. Der ist halt durch dieses Loch halt hochgesprungen. Na toll. Also leid es mir auch tut, ich weiß nicht, ob die Yun Jin wirklich hackt oder ob das der Twilight vielleicht irgendwie auch ist, aber ich werde halt beide reporten nach der Runde. Also was zur Hölle. Okay. Ich weiß nicht, ob der Killer vielleicht auch ein Hacker ist. Wieso? Ich war gerade an dem Generator, der war auf 80%, auf einmal der gewackelt und ist auf 0. Was? Ja. Okay, aber das kann auch vielleicht der Twilight gewesen sein. Weißt du? Aber wieso? Aber warum soll der den Fortschritt mit dem Generator zurücksetzen? Na genau deswegen halt, um halt einfach allen eine richtig bescheidene Zeit zu machen. Natürlich, ja. Man kommt hier durch die Wand. Ach, und guck mal, das ist so eine Superlampe. Das ist ja eine Superlampe. Die macht den ganzen Raum hell. Drück Shift, dann kann der dich nicht hochheilen. Ja, wenn das mit einer Hack kann sowieso machen. Überhaupt nicht nervig. Okay, ich glaube, die Yun Jin, die will auch einfach sterben, ich glaube. Ja. Ach, herrje. Ja, Darius. Na ja, gut, wenn der Killer dich halt. Ich glaube, Darius will sich. Also. Ich glaube, wenn der Killer. Dann hin und zu sterben. Ja. Kannst du auf den Haken zeigen, dass er dich vielleicht killt und dann halt Shift drücken, dass der Killer dich nicht hacken, dass der Twilight dich nicht heilen kann? Will ich nicht. Ja, wenn der instant hochheilt. Ne, weiß ich nicht, ob das funktioniert, wenn du Shift gedrückt hältst. Was? Okay. Ja, geht. Okay. Okay. Vor allem, wie
ekelhaft ist das denn, dass der halt dann irgendwie so hackt, dass der, dass es so wirkt, als würdest du auch hacken. Okay, Geist, bitte töte ihn. Nicht blocken, Yui. Okay. Ich will selber abspringen. Scheibenkleister, ja, das kann gut sein, dass er das macht. Nein. Aber guck mal, es macht kein... Ach nee, er... Oh, Hä? Hast du ihn jetzt geheilt? Ja, zieh ihn denn selbst hoch. Ja. Ich glaube, da ist eine Hilfe, wenn das Spiel verlässt, weil ich glaube, das dauert 300 Jahre. Da warten wir vielleicht lieber 2 Minuten als jetzt nochmal 10 hier. Wenn du weißt, was passiert, wenn du anfängst, einen Generator zu reparieren. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, das hat ja schon mal geklappt. Ja, hüpf einfach ganz oft in den Schrank, dann wird der Geist wissen. Ja, wink mal den Geist heran und dann hüpf in den Schrank rein. Wo ist denn der hin? Unsichtbar. Was zur Hölle? Ja, wink mal. Ja, er sieht wahrscheinlich nichts, weil er geblendet ist. Jetzt hüpf in den Schrank. Ja. Ach, nein. Hat mich geschlagen. Aber wie bist du aus dem Schrank rausgehüpft? Oh. Vor allem, der heilt dich, während ja. du da... Das ist ja echt krank. Ja, der raus der Animation. Ja, und du bist... Okay. Na gut, haben wir wenigstens es so geschafft. Ach, herrje. Na gut, aber jetzt sind wir aus der Runde zum Glück raus. Ich weiß nicht, ob muss ich... Man fast, muss man fast counterhacken, damit man aus diesen Runden rauskommt. Ja, ja. Was ist das hier? Exploit? Hacker... Cheater schreibe ich einfach mal. Absenden und ich will nur mal ganz kurz schauen, wie hieß die Yui? Yunjin meine ich? Ornikei? Ich werde die... Ich weiß es nicht, ich schreibe da einfach mal possible. Weil ich meine... Nee, ich glaube nicht. Ja gut, der hat dich halt auch so schnell hochgeheilt. Dann lassen wir es ja, mal bei ihm. Ich glaube nicht, dass die Yui auch... Ja. Okay. Wer war denn das? Das war der Alonka, ne? Der ohne Perks. Ah ja, der ohne Perks, okay. Okay, jetzt kann ich gucken. Und was ist denn das? Exploit, oder? Ja. Ja, da steht ja auch Cheaten daneben. So, aber ihr könnt uns schon wieder neue Perks in Chat schreiben, auf dass wir in eine hackerfreie Runde kommen. Ja, immerhin, ach man, das Fiese ist halt, der Geist hat jetzt mit uns beiden 2 Kills gemacht. Ne? Aber es bringt dem halt nichts, wenn der Dwight halt einfach nicht die Runde beendet. Also weißt du, was ich meine? Wenn der Dwight halt dauerhaft in der Runde bleibt und selbst wenn es Endgame tickt, kann den das nicht killen. Ist halt auch irgendwie, gibt's halt auch so Hacks dagegen. Das heißt, der Geist muss wohl oder übel irgendwann Wage disconnecten, ne? Oh, er konnte gerade den... What the fuck? Was denn? Er hat gerade Dwight vom Schrank weggezogen. Hat ihn jetzt aufgehangen und Dwight hat das Symbol für entkommen. Ja, na klar. Weißt du Bescheid, ne? Okay, ich habe meine vier Perks. Bist du bereit für deine? Ja. Okay, für dich geht's. Und alle anderen schreiben, yeah, we love hackers, report. Ja. Ich glaube, die Yui war auch, die Junjin war auch nicht. Okay. Also für dich gibt's Observierung. Observierung. Observierung, Flink, Kreis der Heilung und Wildpferd. Oh, wieder ein Totempück. Observierung. Also Observierung, Flink, Kreis der Heilung und Wildpferd. Aber Dina fragt... Ja, Observierung, Flink, Kreis der Heilung. Ja. Okay. Aber Dina fragt, warum sind so viele Hacker unterwegs in letzter Zeit? Das weiß ich nicht. Also, die Sache ist, dadurch, dass ich halt hauptsächlich DBD spiele,
kommt es mir so vor, als hätte nur DBD das Problem. Aber ich dachte, ich hätte vor kurzem auf Twitter auch schon mal irgendwie, ich glaube, True Talent hat sich darüber aufgeregt. Und Otz meinte, ne, auf Twitter halt, haben die dann miteinander geschrieben, das kann man ja sehen. Und Otz meinte dann irgendwie, das betrifft gerade nicht nur DBD, das ist gerade wohl ein generelles Problem. Also ist nicht, dass man sagt, oh... Anti-Cheat hat auch Probleme. Ja, das ist wahrscheinlich ein Easy Anti-Cheat, keine Ahnung, woran es liegt. Da stecke ich nicht so drin, aber dass es vielleicht generell viele Spiele an sich betrifft, dass da irgendwie so viele Hacker unterwegs sind. Die Sache ist, als Dev kannst du ja, kannst halt nur zu einem gewissen Punkt dem irgendwie entgegenwirken, ne? Wo ich habe ja ein bisschen, na, auch eine Zeit lang ein bisschen Bloodhunt gespielt, wo es noch spielbar war. Ja, das mit den Vampiren, ne? Ja, genau, das haben sie jetzt ja rausgenommen, weil es war ja nur Early Access spielbar und dann kommt es erst zum Release oder raus. Und das hat er auch Easy Anti-Cheat genutzt und auch voller Hacker. Also das Problem liegt eher an Easy Anti-Cheat und da können ja die Devs auch selber nicht viel machen, weißt du, wenn sie halt so eine Software haben, eine Drittsoftware, die Hacken verhindern soll und diese nicht gut funktioniert gerade, dann können ja die Entwickler von DBD ja nichts dagegen machen. Sagen ja, ja, wir haben ja hier unsere Sicherheitssoftware, aber wenn die nicht funktioniert, das können wir ja nichts machen. Ja, es ist halt irgendwie... Also ja, die können dann höchstens die Leute alle bannen und blockieren und was weiß ich was, aber... Dagegen richtig vorgehen können sie auch nicht. Ich verstehe halt auch nicht, warum man in einem Multiplayer-Spiel cheatet. Ich meine, wenn du die Powerrolle haben willst, dann spiel doch, keine Ahnung, ein Singleplayer-Spiel oder so und cheate dort, wo es halt niemanden interessiert. Aber wenn du halt, du machst halt dann nur anderen Leuten irgendwie kaputt, was halt irgendwie, das ist vielleicht auch genau deren Ziel, keine Ahnung. Weil ja auch das normale Spiel auch nicht mehr möglich ist. Ja. Weil zum Ende war ja auch nur, wir sind eigentlich nur die ganze Zeit nur rumgelaufen und haben halt gewartet, dass wir irgendwann vielleicht mal sterben können. Das ist halt irgendwie so bitter. Aber gut, das war echt eine gute Idee mit dem Schrank, ne? Das hat letztes Mal auch funktioniert, wo man... War das nicht auch im Stream gegen das Schwein? Ach, ich weiß gar nicht mehr. Da hatten wir, glaube ich, auch so einen globalen Cheater. Und da habe ich dann auch das mit dem Schrank. Der Schrank ist immer noch die letzte Hoffnung gegen Cheater. Ja, ja, ich disconnecte dann oft einfach, weil es hat halt keinen Sinn. Aber ja, der Schrank ist... Das ist schon die Idee, ne? Das Problem ist nur, du hast ja die Taschenlampe von dem Typen gesehen, ne? Das war ja eine Wand aus Licht. Das war ja wirklich so extrem. Wenn er dich aus dem Schrank rauszieht, kann es halt sein, dass er dich da auch irgendwie, ne? Kann man da freiblenden? Du kannst aus dem Schrank freiblenden. Okay. Da sind manche Schrank-Spawns halt richtig fies, ne? Aber gut. So, ich habe einen Hut auf, wird bestimmt Todesbude. Mal schauen. Toll. Ich habe keinen Hut auf. Okay. So. Aber eine andere Map, auch mal was Schönes. Das wäre es, wenn jetzt der Killer einfach hackt oder so. Ja, ja. Na, die Sache ist, das, was wir gerade eben hatten, finde ich, ist noch, also ich will jetzt nicht sagen okay, aber weißt du, alle sehen, das ist ein Cheater, ein Hacker, alle wissen direkt Bescheid. Was es halt aber auch gibt, ist halt die das ganz subtil machen. Die sich halt nicht schreiend durch die Map springen, sondern die sich halt einfach, keine Ahnung, einen Speedboost von 3%. Die laufen 3% in der Jagd schneller. Und der Killer hat halt einfach deutlich schwerer, dem hinterherzukommen. Er kriegt sie noch, kann sie noch aufhängen, alles, aber... Sowas ist halt auch. Oder Wallhacker oder sowas. Halt, die halt einfach die Hacks so subtil nutzen, dass du das halt. Du steckst halt nicht drin, du hast halt keine Ahnung und. Naja. Muss halt das Spiel studiert haben, um das sowas dann vielleicht zu sehen, aber. Das finde ich halt teilweise auch nochmal. Ich hätte gar nichts. Ein Stück fieser. Miriam schreibt, das war keine Taschenlampe, das war die Sonne, ja. Oh, ich habe gerade einen großartigen Skillcheck hinbekommen. Ich spiele mit Überholspur, Dario. Das heißt 3% Zusatz hier. Sehr schön. So, Moonlight schreibt... Ich hab die Facecam. Oh, okay. Na gut, schade. Ist entweder sind Cheater oder sind übelste Facecam, boah. Ein klassischer Buba. Ja. Obwohl, nee, ein ganz klassischer Buba ist es nicht. Er steht nämlich hinter den Silis da und er sägt mich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was er gegen mich hat. Naja. Ja. Ich habe ihn mal gestunt, als er sägen wollte. Naja.
Nee, was für, Moonlight hat geschrieben, auf der PS4 gibt's keine Hacker, da kann man nicht cheaten. Ja, du könntest Cheater und Hacker umgehen, indem du Crossplay ausstellst. Das wäre eine Idee, wenn du auf Konsole spielst, dass du einfach sagst, Crossplay aus. Und kommst dann nicht mehr mit Cheatern und Hackern irgendwie in eine Runde. Das Problem ist dann nur, bekommst du überhaupt eine Runde. Weil es nicht viele haben halt Crossplay aus. Das Matchmaking dauert dann auch deutlich länger. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um halt dem ganzen ja, PC-Problem, sage ich mal, zu entgehen. Das kannst du halt nur als Konsolenspieler machen, ne? Als PC-Spieler kannst du Crossplay auch ausmachen, aber das bringt dir ja nichts. Ja, nur längere Wartezeiten und vielleicht ein schlechteres... Nur längere Wartezeiten, ja. Und du hebelst damit vielleicht das MMR... Das vergrößert die Chance auf Hacker. Und du hebelst das MMR aus, so ein bisschen. Weil du brauchst halt viel längere Runden, du kriegst halt das, was es gibt und keine MMR-Runden mehr. Nico schreibt, im schlimmsten ist der Frontalhack, der dich 30 Sekunden lang stunt. Oh ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist anstrengend. Na toll, Darius, es gibt gar keine Zeichen mehr für Überholspur. Was soll ich sagen, wie schlecht deine Aufgabe in dieser Runde war? Ich war noch Hass. Und du warst auch noch Hass. Na, dann weißt du. Ich war auch noch Hass. Der ich hab's gerade noch gesehen, ist aber gerade noch aktiv. Der hasst dich einfach, Darius. Ne? Ja. Also meine Aufgabe in dieser Runde war, 5-mal auf Leertaste zu drücken für die Skillchecks am Haken. Ja, wieso habe ich nicht mit Noed gerechnet? Damit, das war eigentlich auch so offensichtlich. Ja. Aber wieso habe ich nicht dran gedacht? Verdammt. Das war's mit Noed. So, vielleicht habe ich Glück. Die hat kein Bowtime. Ja, ich habe keinen Entscheidungsschlag. Ja, da legt die jetzt auch wieder die Scheiße. Aber das Gute ist, dadurch, dass er hier ein bisschen rumtrottelt, kann die andere dort hinter seinem Rücken rauskommen. Okay. Ja, es war schon dumm. Ich hätte damit rechnen können, dass er No-Hit hat und die Palette sofort schmeißen. Aber ich dachte mir so, kriege ich vielleicht einen Stun raus und dann zersägt die Palette nicht sofort. Aber gut. Nein, ich hab sogar einen Pip verloren. Naja, passiert, ne? Auf in die nächste Runde. Ich würde auch sagen, die Runde, die jetzt kommt, ist die letzte Runde für heute. Also die, die wir jetzt spielen werden. Mal schauen, was es wird, wie es wird. Und ob wir nochmal dieses... Ja, die letzten beiden Runden irgendwie so von uns spielen können, sag ich mal, ne? Ich glaube, ich lasse einfach die Perks drin, die ich gerade hatte. Ja, wir lassen einfach die Perks drin. Ich habe ja jetzt von den Perks ja gar nichts gehabt. Ja. Ging ja nur am Haken. Ja, dann lasse ich die Perks auch gleich drin. Ich nehme sogar eine blaue Sonnenbrille mit. Schick. Nice. So ein schicker Twilight. Ja, ja, von meinen Perks hatte ich halt auch nicht viel. Ich lasse mal drin. So, Witch schreibt, ich hatte mal mit einem Freund gespielt, der war auf der PS4 und aus irgendwelchen Gründen konnte er während der ganzen Runde konstant Sprintboost nutzen. Das kann vielleicht halt auch ein Bug sein. Also es gibt natürlich auch Bugs, die irgendwie so wirken, als würde jemand hacken. Also das gibt's halt auch, ne? Ja, aber das war bei dem auf jeden Fall kein Bug. in unserer Runde war das kein Bug, nein. Das war auf jeden Fall kein Bug. Das war sehr eindeutig. Aber gut. Ja, es gibt ja manchmal diesen Bug, dass wenn du vom Haken gerettet wirst, dann in dieser komischen Fliegposition bist. Fliegposition? Achso, das ja, ist dann immer läuft. So. Ja, genau, und die ganze Zeit über die Map fliegst. Aber der ist schon alt, oder? Ja, also relativ, ja. Na gut, dieser Sprintburst-Bug war da auch schon ein bisschen älter.
Ja, dass du die weil ganze Zeit spannend hast. das weiß ich nicht. Den hatte ich halt nie so richtig gesehen, daher, aber ja. Es gibt halt. Das ist dann halt auch immer, es gibt Hacker und es gibt Bugs. Und man, als Spieler sitzt man dann so da, was ist das? Aber das war sehr offensichtlich ein Cheater, gerade eben. Also vorhin. Ja, bei den subtilen, wie du vorhin gesagt hast, da weißt du es nicht, ne? Rennt er jetzt schneller, weil er cheatet und sich 3% mehr Move Speed hat, oder rennt er schneller, weil es irgendein Bug ist, weil irgendein Perk bei ihm dauerhaft triggert oder so? Ja, naja. Man muss ja nur ein Problem sein, derjenige hat Hoffnung dabei. Ja. Und das ist durch irgendeinen Bug, läuft das schon die ganze Runde über. Und dann hast du ja deine paar Prozente schneller. Ja. Naja, so ist es nun mal, ne? Ja, wie nur Behandlungsbereich. Ja. So, Legion schreibt, dann sage ich schon mal Tschüss und genieße die letzte Runde. Wünsche euch allen einen guten Rutsch. Dankeschön. Dir auch. Rutsch gut Ja, rein. gleichfalls. Nee, nicht der. Hallo? Korrupte? Und es ist ein Okay. Pinhead, aber das siehst du, denke ich, selber. Ja, darum sagt ja nicht der. Ich mobs seinen Würfel. Oh, der hat sogar das Stück von Frank. Ich bin erschöpft. Wenn du den Würfel trägst. Ja. Okay, hat kein Addon, dass es länger dauert. Oh, aber er hat ein Addon, dass er hinter mir ist. Also kein, er war hinter mir. Hat einen Und Eltern, dass er hinter dir Franklins ist? hat er auch. Naja. Nicht wirklich, aber fast, ne? Ich denke, der spielt mit Hortor und Franklins. Der hat mich wahrscheinlich die ganze Zeit Okay. verfolgt. Ja, wieso ist jetzt schon Lüderkettenjagd? Ja, der hat mir den Würfel aus der Hand geschlagen und dann das Ding aktiviert. Ja, aber dann ist doch eigentlich so. Die Sache ist, ich bin beim neuen Würfel. Wird gejagt. Ich löse den jetzt einfach. Ich bin zwar tot, Ein wenn er Herzschlag sich teleportiert, aber. Haha, ich hab gelöst. Ich bin zwar jetzt tot, aber. Der Würfel mehr. kennt Das ja ist ein Mystery. Ja. Er ist tot, du hängst das erste Mal. Ach so, Nico schreibt, ich hatte auch mal einen Hacker, der ein Item hatte, das Knochensplitter heißt und der wurde zum Kannibalen. Ich stelle im Text, er hatte aber die typischen Hacker-Merkmale. Okay. Also dieses Addon gibt's, diese Opfergabe gab es halt früher wirklich. Gibt es mittlerweile nicht mehr, dieses Knochenstück. Ich glaube, ich habe ein paar davon auch im Blutnetz. Und dann kannst du halt mal ein anderer Killer werden, wenn du mit dem Addon spielst. Mit der Opfergabe. Also kannst du, keine Ahnung, Krankenschwester sein und dann hast du dieses Addon drin und wirst dann zum Leatherface. Aber hast halt keine Perks, keine Addon, nichts. Aber diese Opfergabe gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Warum haben sie die eigentlich rausgenommen? Keine Ahnung. Ist eigentlich eine coole Opfergabe gewesen, aber Ja, ne? vielleicht seitdem du dir halt Killer theoretisch mit Ingame-Währung freispielen kannst. Ich weiß es nicht. Kann sein. Oh, ich habe gerade diese schlechte Palette maximal gut genutzt. Hast du ihn gestunt? Ja. Sehr Was schön. anderes ist diese Palette eigentlich nicht da. Ja, das mit den ganzen unsicheren Paletten so, ne? Ja, das ist halt so an so einer Ecke, wo dann zwei Türen offen sind daneben. Ja. Manchmal da ist dann noch eine Tür und ein Fenster. Da kannst du ein bisschen mehr rausholen. Aber wenn da halt zwei Türen sind. Okay, Dwight hat die Box aufgesammelt. Heißt das, es startet gleich wieder? Ja, denn der Killer hat Vorteil. Verdammt. Das Gute ist, solange der aktiviert das erstmal. Und erst jetzt geht die Jagd los. Ja. Was? Ausgewichen. Nein. Ja gut, auf der Map kannst du auch relativ gut noch ausweichen, ne? Beziehungsweise hast du ja viele Sachen, die es unterbrechen können. Ja, ich schaue mich gerade panisch um. Ich will den Gen jetzt durchziehen.
Hey, was ist jetzt passiert? Achso, großartiger Skillcheck. Okay, toll. Weil ich halt wieder ein Zeichen mit Überholspur genutzt habe. Ah, achso, es hat gedongdongt. Ja, ja. Kann eigentlich Bennet den Würfel nochmal aufsammeln, wenn die Kettenjagd schon läuft? Ja. Wir gehen dann eine zweite. Naja, die bestehende wird, glaube ich, unterbrochen und geht dann halt dann gleich direkt dann neu los. Okay. Ach, ich habe beide abgefangen. Ich fange auch die dritte noch ab. Und die vierte. Dankeschön. Bin hier jetzt einfach um dich rum rotiert. Aber guck mal, wie viele noch gespawnt sind, die dich halt vielleicht einfach getroffen hätten noch, ne? So, Manuel fragt, konnte man sich damit einen Killer aussuchen oder was? Zufall. Das war halt eine spezielle Opfergabe, dieser Splitter. Ich glaube, der Traumsplitter, damit konntest du nur Freddy. Also, je nachdem, was für einen Splitter du hattest, konntest du halt zu dem speziellen Killer werden. Teilweise hatte ich, ich weiß gar nicht, hatte ich auch mal, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Bug, aber es war auf jeden Fall auch sehr unnötig. Da hatte ich teilweise auf dem Doktor so einen Splitter, dass ich mit dem Doktor spielen darf. So, danke Spiel. Danke für nichts. Hallo, dann hast du keine Add-ons. Ja, und keine Perks, ne? Kein nichts. Ja. Aber ja, die Splitter gibt es halt nicht mehr. Also ich will ja nichts sagen, Darius, aber ich glaube, es könnte schwierig sein. Das kann auch mit Schaden zur Hälfte. Okay. Jemand zu deiner Rettung unterwegs? Nein. Nein, weiß ich nicht. Ja, doch. Vielleicht. Ja, ja, ich glaube schon. Wenn so krass, dass einfach mal Observierung mir eher sagt, dass der Killer da ist, als der Herzschlagradius. Hm. Ja. Er hörst ja ganz leise wahrscheinlich, aber. Naja. Aber Observierung siehst du es ja halt, dass das Ding sich dreht. Ja, da siehst du es sicher, das stimmt. Oh. Au. Jagt er dich noch? Ja, ich glaube schon. Okay. Er lässt dich, weil er zu weit geht. Ich nicht mehr. Ja, okay. Okay, Dwight hat's geschafft, super. So. Oh, ich bin tot. Ich hab ja Kreis der Heilung, sehe ich gerade. Hm. Okay, ich bin jetzt auch an einem Gen. Ja. Weißt du, wo der ist? Oh. Ach, das war wieder ein Skillcheck. Oh. Ja, er ist rechts von dir. Guck nicht her. Hui. Das war knapp, ne? Da hinten ist Lux. Aber wir haben ein bisschen Zeit. Hm. So, Snake schreibt, es gibt doch bei okay, pass auf. Snake schreibt, es gibt doch bei angepasstem Spiel diese Mondblume oder so, wo da steht, dass der Mond irgendwie stärker zu sehen ist und so. Kommt das mal wieder okay. Oder was war das? Das war eine frühere Opfergabe. Mit der du das Spiel heller, beziehungsweise es gab es auch in dunkler machen konntest. Falsch halt. Dieses Erlon gibt's aber, diese Opfergabe gibt's aber nicht mehr. Einfach weil sie gesagt haben, die Maps sollen einheitlich hell sein. Was voll verständlich ist, weil teilweise konntest du auf dunklen Maps als Killer in manchen Büschen halt niemand mehr sehen. Und genauso auf. Wo kommst du denn her? Genauso auf. Konntest du als Killer halt die Map super hell machen, dann konnte sich niemand mehr verstecken. Das war halt eine sehr spielentscheidende Opfergabe, sag ich mal. Die wurde halt entfernt. Ja. Und die kommt hoffentlich auch nicht wieder. Ich meine, es ist doch gut so, wie es ist gerade. Es war wirklich so, als Killer, wenn du diese Opfergabe gesehen hast, dachtest du dir, okay, na, ich kann schon fast disconnecten.
Plus dazu noch dichterer Nebel und hast halt nichts mehr gesehen gefühlt. Deshalb war früher auch Schattengeborener so beliebt, ne? Schattengeborener hatte nicht nur den Effekt, dass dein Sichtfeld größer wird. Das war eher der nette Nebeneffekt. Der Haupteffekt von Schattengeborener war, dass das Spiel einfach heller für dich wird als Killer. Genauso Lichtgeborener hatte hingegen den negativen Effekt, dass das Spiel dunkler wurde. Du hast ein aufs Sichtfeld gehabt oder so, ne? Ja, Lichtgeborener. Nee, du warst nicht mehr so gestunt von Taschenlampen oder so. Ja, du Lichtgeborener, du warst immun vor Taschenlampen, dafür war deine Sicht dunkler, glaube ich, ja. Es war nur die dunklere Sicht. Aber immun warst du, glaube ich, nicht. Du hast es nur langsamer geblendet, oder? Ja, aber ich glaube, immun kam erst mit dem neuen Lichtgeborenen. Ich glaube, das waren aber so 70%, also du warst streng genommen. Ja, sehr stark. Musst halt richtig lange draufhalten, dass da mal irgendwo. Ich habe hier irgendwo meine Glyphe gesehen. Ich weiß nur nicht mehr, in welchem Raum das war. In irgendeinem Waschzimmer hier in der Nähe vom Mittel. Oh, ich habe sie gehört. Hier drinnen vielleicht? Ja, meine Glyphe. Hallo. Lauf, Kate. Lauf nicht die Richtung. Okay, Dwight macht den Würfel. Versuche ich meinen Jen. Ich hätte mich mehr um Kate kümmern sollen. Kate, es tut mir leid. Kate ausgeliefert. Ja, ich bin halt in eine andere Richtung gegangen, aber ich hätte halt blocken sollen. Das ist nicht gut. Ich bin tot, wenn ich hänge. So viel blocken dann doch wieder nicht. Ja, das war zu viel des Guten. In meinen Hintern. Wieso lebe ich noch? Wenn ich die ganzen Screenchecks großartig mache, dann brauche ich die Observierung nicht. Ja, das ist halt, ne? Bist halt so gut, Darius. Ja. Mario fragt, gibt es Killer, die mal aus dem Spiel genommen wurden, genau wie der Demogorgon? Nein, der Demogorgon ist sozusagen der allererste Charakter aus Dead by Daylight, der entfernt wurde. Mehr gibt's nicht, zum Glück. Und hoffentlich gibt's auch keine weiteren mehr, die entfernt werden. Keiner ist nützlich und macht Generatoren? Schlimm. Okay, traut sich nicht so richtig an den Gen, weil der Pinhead wahrscheinlich nahe ist. Was? Der hat den Würfel gefunden! Oh, Leute. Ja. Oh, sorry, Dwight. Schießt dir die Leute ab. Schlimm. Kate geht zum Würfel? Nee. Okay. Doch. Vielleicht? Nee. Boah, Kate spielt mit Gelegenheit nutzen. Die gesamte Map ist voller Vierecke. Sie weiß wahrscheinlich gar nicht, wo der Würfel ist. Das ist echt ungünstig. Dwight geht zum Würfel. Dwight sitzt am Gen, oder? Nur nee, nee. Kate sitzt, glaube ich, am Gen. Kate sitzt am Gen, okay. Dann mach. Bei den Würfel. Ja. Hast jetzt geklappt. Tana schreibt, was ist mit Smasher und Teacher? Ich glaube, es gibt halt. Die gab's nie. Das sind halt irgendwelche Konzepte. Aber das sind keine Charakter, die es im Spiel gibt. Oder gab. Ja. So, Snake schreibt einen ganzen Perk-Bild. Im Zweifel, wenn ihr Perk-Bild sehen wollt, dann schreibt ihr mir unter einem YouTube-Video als Kommentar. Dann packe ich die mit auf die Liste und spiele sie vielleicht mal. So, Witch schreibt, dieser Stream war pure Unterhaltung. Ich verabschiede mich und wünsche euch und den Zuschauenden hier noch einen schönen Abend. Dankeschön, dir auch noch einen schönen Abend. Ja, danke. Schön, dass du da warst. Wie mutig seid ihr? Darius, vielleicht? Ja, sehr mutig. Ach ne, meine Glühwe hatte ich schon. Oh, Kate wird verfolgt. Okay, wo? Oh, Richtung Mitte.
Problem ist, ich weiß gerade nicht, ob er Noel hat. Die Katia, die macht das echt irre. Sie ist bei einem Tor. Ich glaube nicht bei eurem, oder? Wo ist sie? Nicht, wendig, Mensch. Was sagst du? Du bist zu leise? Ich hab sie nicht gesehen. Dann ist sie wahrscheinlich bei dem anderen Tor. Ja. Sie ist jetzt wieder in der Mitte. Oh. Die spielt aber auch hier Widerstandsfähigkeit und kalte Rückenschauer. Kommt damit sehr schön schnell über alles drüber. Okay, die gibt euch einfach mal die Zeit eures Lebens, ne? Ja. Aber ja, ihr seid schon safe, ne? Ja, wir bringen uns gerade nichts. Da hinten. Ach, schade. Da wurde er jetzt schon auf. Er hat gedacht, dass der Dwight dann noch gleich war und er, jetzt, ja, er ihm jetzt hinterher geht. Nee, Dwight hat den Würfel, glaube ich. Ich habe jetzt nur ihr zugeschaut, weil bei ihr die Musik gespielt hat. Ja. Okay, sie ist raus. Aber hey, gute Runde. Der hat auch echt gut gespielt mit dem Würfel. Gerade auch, das war echt hier mit den Kettenjagden, eine nach der nächsten, war echt gruselig. Das ist gleich ein bisschen blöde Map. Ja. Aber dafür hat er echt gut gespielt. Ja, genau hier. Franklins und Water. Sehr gut auf ihn. Good game. Na gut, aber das war die letzte Runde für heute. Ja. Wir hoffen, euch hat der Stream gefallen. Ich hatte wieder sehr viel Spaß. Du auch, Darius? Ja, von den zwei Runden mal abgesehen. Ja, aber die letzte war doch nochmal echt schön. Die letzte war nochmal richtig gut, ja. Ein guter Rausschmeißer. Ja, na gut, dann vielen lieben Dank an euch alle fürs fleißige im Stream sein, chatten mit uns, kommunizieren, war echt wieder toll. Auch an alle, die im Stillen zugeschaut haben, die Lurker, und auch vielen lieben Dank an alle, die den Stream geliked haben. Vielen lieben Dank auch an die lieben Mods. Und ja, war echt wieder ein toller Stream. Danke, dass es so schön war. Und ja, wir wünschen euch allen einen wunderbaren Rutsch. Abend, genau, ja, und einen guten Rutsch und dann ins neue Jahr. Ich glaube, wir werden uns live nicht nochmal hören, aber und wahrscheinlich erst beim nächsten Jahr, oder? Genau. Nächstes Jahr erst der nächste Livestream. In einem Jahr erst wieder. Nicht in einem Jahr, das wäre ja so. Wirklich in einem Jahr. Ja, ich muss sagen, nächstes Jahr. Im nächsten Jahr erst wieder. Ja, gut. Dann euch allen noch einen schönen Abend und einen guten Rutsch. Jo. Ne?